habt meine Nachricht also erhalten? Ein Mann namens Kavar versucht euch zu erreichen. Er sagte, die Königin hätte dafür gesorgt, dass ihr unbehelligt nach Onderon kommt. Aber ich weiß nicht, was ihr Angebot noch taugt. Hat Kavar gesagt, was er wollte? Er hat mir nichts gesagt. Nur, dass er euch sehen will. Er meinte, es wäre dringend, aber das spielt jetzt keine Rolle. General Vaklu hat sich heute Morgen mit dem Rat der Lords getroffen und die Königin des Hochverrats für schuldig befunden. Er wird zum König ernannt, wenn Talia und ihre Wachen besiegt werden sollten. Das Militär ist gespalten. Izitz versinkt im Bürgerkrieg. Ha, wie können wir Königin Talia helfen? Ich bezweifle, dass Königin Talia und ihr Berater diesen Tag überleben werden. Die Voraussetzungen sprechen für Königin Talia. Der Palast ist nur schwer einzunehmen und die meisten Soldaten halten hier die Treue. Aber Vaklu hat neue Verbündete, Sith-Soldaten und ihre Meister. Außerdem hat der Krieg die eingesperrten Bestien auf den Straßen angestachelt. Brayla und ich sind uns einig. Sie hat keine Chance. Ihr unterschätzt die Macht, Mandalorianer. Ich spüre, dass wir Meister Kavar immer noch rechtzeitig erreichen können. Ich spüre, dass etwas auf dem Mond passiert. Haben eure Sensoren irgendetwas von Duxun empfangen? Ja, haben wir. Wie? Wir haben Signale aus dem Dschungel empfangen, ganz in der Nähe. Zukas Satellitenrelais hat außerdem mehrere Shuttles mit alten Sith-Signaturen geortet. Könnte eine Art Aufmarschbasis sein. Die Truppen der Sith müssen gestoppt werden. Sonst behält der Mandalorianer recht. Dann werden Meister Kavar und Königin Talia diesen Tag nicht überleben. Es wäre Wahnsinn, unsere Truppen jetzt zu spalten. Und deshalb kann ein einfacher Soldat niemals gegen einen Jedi bestehen. Taktik ist nichts im Vergleich mit der Macht. Es ist unvermeidbar, dass wir beiden Feinden gleichzeitig entgegentreten. Okay. Ich muss die Gruppe in den Königspalast führen, nicht wahr? Ihr habt recht. Ihr müsst entscheiden, wer die Expedition durch den Dschungel anführen und eure Feinde zerschmettern soll. Ha, ja. Also eigentlich... weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Mission eigentlich liebe, weil man einfach ohne Meteor auskommen muss, weil es ziemlich geil ist, da die Gefährten auf sich alleine gestellt sind und auch das Setting richtig geil passt. Seht ihr ja nachher, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall... wen nehme ich denn mal? Wir sollten Etten schicken. Ja, eigentlich vertraue ich Etten. Und ja, wir sollten mal auch Etten dieses Vertrauen oder mal Verantwortung geben oder ihm das mal zumuten, nicht? Jawohl, wir sollten Etten schicken. Urwälder und Bestien erledigen? Klingt nach einem Job für mich. Wie immer. Wer soll sonst noch an der Expedition teilnehmen? Wie immer. Ihr solltet dem Anführer zwei weitere Leute zuteilen. Nicht ehrlich. Also beim letzten Mal habe ich auf jeden Fall Visas mitgeschickt, ja. Ob Etten jetzt der Anführer war, weiß ich nicht. Also gut. Und wer noch? Visas und Goto hatte ich damals, aber ich weiß nicht, ob Goto jetzt wirklich benötigt wird. Wir könnten doch einfach HK mitschicken oder T3. Ich würde sagen, wir schicken mal T3 mit. Oder? Ja, komm, T3. Es ist eure Entscheidung. Ist das eure endgültige Wahl? Ja, da bin ich mir sicher. Einige Mandalorianer werden euch zum Lager des Feindes begleiten. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr aufbrechen wollt. Falls ihr Vorräte braucht, fragt Kex. Wenn ihr erstmal im Dschungel seid, ist es dafür zu spät. Sagt Bescheid, wenn ihr aufbrechen wollt. Ach, wieso nicht? Komm. Nein, ich muss mir noch mal einiges kümmern. Ja. Geil, dass wir jetzt hier unsere Leute hier überall rumstehen haben. Und wie geil die alle aussehen mit ihren Jedi-Rüstungen und so. Mit ihren Jedi-Roben natürlich. Ja? Stimmt was nicht? Alles cool bei dir? Schon. Yo, können wir sie noch irgendwas Neues fragen? Unterhalten? Worüber? Ich wollte euch nur ein wenig besser kennenlernen. Warum? Willst du etwa meine Mutter sein? Nein, danke, ich... Okay. Cool. Ja? So, Kray hat jetzt auch nichts mehr. Vor dem letzten Gefecht einmal kurz mit allen reden. Na, ich weiß nicht, ob das benötigt oder nötig ist. Aber freut mich, dass wir Etten mitschicken können. Ich glaube, ich hatte damals die Dienerin. Also ich hatte ja beim ersten Mal einen Mann genommen. Als Jedi. Ja, klar. Ja, ist schon cool. Und da hatte ich, glaube ich, die Dienerin. Also anstatt des Jüngers. Und dann auch die mitgeschickt. Mira hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht zum Jedi ausgebildet oder ausbilden können. Immer mehr Soldaten haben wir. Ja, ist ja gut. Und Etten, glaube ich, auch nicht. Die Galaxis wird uns wieder fürchten. Seid ihr bereit? Ja, ich denke, wir sind bereit. Wie ihr wollt. Mandalore hat einen Sondertransport nach Izitz für euch arrangiert.
Endlich kommen wir unserem Ziel näher. Meine Leute sichern den Weg hinter uns ab. Meine Leute werden den Weg zum Lager der Mandalorianer freihalten. Vor uns liegt der Feind. Ich kann euch noch einige Zeit folgen, aber dann muss ich einen Kommandostützpunkt für meine Einheit errichten. Ich folge euch. Okay, cool. So, jetzt sind wir mit Etten unterwegs. Wir können ja auch auf unser gesamtes Inventar zugreifen. Wir könnten auch Etten jetzt einfach mal ein zweites Lichtschwert in die Hand geben. Nein, das können wir nicht. Der ist ja, so gut ist er jetzt auch nicht. Das reicht aber auch. Vollkommen sein ein einzelnes Lichtschwert. Oder wie viel Schaden macht er damit? 5 bis 19 Uhr. Was geht denn hier ab? Ich glaube, wir sollten ihm vielleicht dann doch nochmal ein Shayan geben. Nein, das ist schon ganz so okay. Wo es noch ein kurzes ist, das ist ein bisschen doof, aber egal. Schaffen wir sicher auch so. Und auf jeden Fall T3. T3 hat einfach so die geilsten Blaster. Oder der Onasi-Blaster. Ich mach dich fertig! Der müsste schon allein total viel Schaden machen. Ich höre. Und wenn wir Visas damit haben, dann kann die auch einfach die beiden heilen. Das T3 natürlich nicht, aber T3 bleibt ja eh erstmal im Hintergrund, würde ich sagen. Mach doch mal irgendwelche geilen Fähigkeiten hier. Kutschertreffer oder sowas. Zack. Also T3 hält schon ordentlich was aus. Das ist natürlich geil. Und solange wir bei ich mir so ein Mechanischild mal auslösen, dürfte das auch kein großes Problem sein, oder? Vielleicht schicke ich einfach die hier mit. Moment, welche? Nehmen wir die Schildschuhform? Nein, sie nimmt diese Form. Ich höre. Etten nimmt die. Nein. Etten hat Machtaffinität, okay. Etten hat ja nur diese. Boah, das ist ja doof. Gegen viele Gegner ist es scheiße. Na gut, dann nehme ich auch Machtaffinität. Dann kann er sich auch manchmal selber heilen. Die Ehre liegt bei mir. Und Geschwindigkeitsschub mache ich auch mal hier. Und sonst irgendwelche Sachen. Kampfmeditation. Cool. Super. Ja? Dann go. Go, go, go. Der Einzige, der nur ein bisschen verwundbar ist, ist ja halt Etten. Aber, na, das kriegen wir auch hin. Etten will ich halt mal ein bisschen hier. Wow. Kann er denn Splitterbomben entschärfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon, oder? Ja. Jawohl, Etten kann das ja. Geil. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, irgendwie... Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Ich habe es nicht geschafft und dann ging der Alarm los oder sowas. Ich weiß es Moment. Nicht mehr ganz genau. Hinter den Minen. Seht ihr den Sensor? Ich sehe es. Ein Sensor, den unsere Feinde einsetzen. Das Relais ortet alles, was sich ihm nähert. Nur Leute, die mit Tarnfeldgeneratoren umgehen können, kommen daran vorbei. Aber wenn ihr nicht alle mit Tarnfeldgeneratoren umgehen könnt, werdet ihr geortet. Schade. Ihr hättet weniger Ärger, wenn ihr unbemerkt vorbeikämt. Die Person, die ein Tarnfeld benutzen kann, sollte es auch deaktivieren können. Achtet auf die Minen. Wenn in der Nähe des Sensors eine explodiert, können wir es gleich vergessen. Okay. Dann werde ich mal hier mal auf Solo-Modus gehen und dann den Tarnlauf benutzen. Nein. Habe ich den Tarnfeldgenerator ausgerüstet oder wieso kann ich das hier plötzlich machen? Doch. Eriadu-Tarneinheit. Cool. Vielleicht habe ich auch irgendwas, was das hier verbessert. Stabilisatoren, nee. Tarnfeldverstärker. Den trage ich jetzt mal, obwohl er doof aussieht. War cool, dass wir dann damit auch nicht geortet werden können oder dass wir den Alarm nicht auslösen können. Hatte ich letztes Mal Etten doch nicht mit. Dann muss ich beim letzten Mal Visas und Goto mitgehabt haben. Und, verdammt, die Dienerin auf jeden Fall. Ich glaube schon. Aber das ist so geil, wo wir jetzt hinkommen. Allein erstmal, ja, ich will noch nichts erzählen, obwohl ich hier schon so geile Erinnerungen an dieses Battle habe. Ja. Die warten da schön, das finde ich cool. Oh Mann, das ist so geil. Damals einfach, das ist wie, ich weiß nicht, in so eine große Festung einbrechen. Obwohl ich jetzt noch nicht viel erzählen möchte. Vielleicht wird das ja auch schon vorne erklärt, worum es da genau geht. Oh, ist das so geil. Etten schafft das ja hier wirklich perfekt. Schon mal speichern hier. Zack. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass Etten auch das Teil da entschärfen kann. Sonst wäre das ja alles umsonst gewesen. Er summt leise vor sich hin. Den Sensor mit einer Sprengladung zerstören. Nein, versuchen den Sensor zu deaktivieren. Nein! Scheiße! Das wissen wir natürlich klar. Wir müssen das irgendwie mit einer Mine machen. Wenn Etten nicht so viel in
Fuck, macht er den Tarnfeld hier an? Warte hier. So. Puh, das war knapp. Ich dachte, das sah gerade aus, als ob das deaktiviert wäre, das Tarnfeld. So. Dann machen wir da eine Mine dran. Weil er kann ja anscheinend nichts anderes. Außer Minen entschärfen oder Minen legen. So, den Sensor mit einer Sprengladung zerstören. Nice, geschafft. Cool. Dann kann ich nochmal hier in dem richtigen Slot speichern. Nice. So, Leute, ihr könnt mitkommen. Der da hinten auch. Will er nicht mitkommen, oder was? Ich folge euch. Dann ist ja gut. Gehe ich erstmal hier vor. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch normal lange Lichtschwerter. Weil das ziemlich scheiße ist. Oh. Was ist das denn hier? Geschützter Energiegenerator. Der Notstromgenerator des CIS-Lagers läuft einwandfrei. Er wird mit verschiedenen Hebeln und Schaltern bedient. Generator abschalten. Ne, ausschalten, ja. Geschütze in dieser Gegend sollten nicht mehr länger funktionieren. Cool. Weil ich glaube, ich setze mal dieses komische Ding ab. Das sieht total dämlich aus. So ein Xaga, der verpisst sich jetzt und wir müssen die Boma da fertig machen. Und da sieht man schon. Mega geil. Wie mache ich nochmal? Nein. Oh, jetzt wechselt er die Sachen, okay. Hey, wir könnten nochmal mit den Blasern ein bisschen rumballern, oder? Wenn Ette noch nicht so ein geiles Lichtschwert hat. Na los, wie das? Greif an! Du kannst das. Ja! So, und Geschwindigkeitsschub können wir auch mal aktivieren. Ist für alle eigentlich ganz gut. Das Geschütz ist natürlich deaktiviert. Eindringlinge, tötet sie! Kommt her, ihr Dreckigen! Ich mach euch fertig. Ja! Nein, sie werfen Granaten. Schnell, mach das! Jawoll, ey. Friss den hier. Zack. Ach, und er will auch noch bekommen. Okay, vielleicht können wir jetzt mal mit Ettin ausprobieren, ob er einfach so einen Machtsprung machen kann. Nein? Na, schade. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn er so einen Machtsprung gemacht hätte. Ja, das ist jetzt hier das Lager der Sis. Eine alte Ruine. Oder sogar ein altes Grab. Das Geschütz ist deaktiviert. So, und dieses Computerterminal könnten wir mal T3 schicken. Deswegen wollte ich auf jeden Fall einen mithaben, der gut beim Hacken ist oder Computerkenntnisse hat. Hohe. So. Officer Logs. Das ist mein erster Tag auf Duxun. Mein Vorgänger missfiel unseren Meistern und wurde ersetzt. Der Narr hat Kenox reingelassen. Die Sith tolerieren keine Fehler. Ich bin der fünfte Captain, der dieses Lager kommandiert. Das Lager liegt im Schatten des Grabes. Meine Untergebenen sagen, dass der Körper eines Kriegers namens Freedon Ned darin ruht. Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Wir sorgen dafür, dass die Bestien nicht ins Lager und erst recht nicht bis zum Grab kommen. Ein trostloser Auftrag. Wiedersehen. Wiedersehen. Okay, interessant. Freedon Ned, das war einer, von dem wir den Blaster haben. Und der auch ein Sith-Lord war anscheinend. Der kam in dem Quiz vor. In der Akademie auf Korriban. So, greifen wir mal auf das nächste Log zu. Der Dschungel erinnert mich an Korriban vor dem Krieg. Alle sind gereizt. Ständig werden Leute exekutiert. 50% mehr als unter meinem letzten Kommando. Dieser Dschungel ist blutrünstig. Die Bestien greifen immer wieder unseren Schutzwall an. Wir mussten schon 4-mal die Minen erneuern. Wir haben heute neue Ausrüstung und frische Männer bekommen. Die Ausrüstung ist sofort im Grab verschwunden. Keine Ahnung, was es war. Demnächst müssten noch mehr Sith kommen. Sie wollen, dass wir eine der Bestien für sie fangen. Ohne weitere Erklärung, wie immer. Wiedersehen. Wiedersehen. Dann den letzten Log mal abspielen. Log. Es hört sich einfach so komisch an. Log. Lokomotive. Tut, tut. So. Kodierte Nachrichten vom Planeten und von Onderon. Es gibt Krieg. Ich glaube, wir haben ein Schiff im Orbit. Wir befinden uns im Krieg. Gegen einen unbekannten Gegner. Einer der Sith-Meister hat eine Störung der Macht erwähnt. Was bedeutet das? Wie bereite ich mich darauf vor? Das klingt doch nach einer ernsten Bedrohung. Jedenfalls schieben wir bei der Überwachung der Sensoren ab jetzt Doppelschichten. Das Einzige, das unsere Meister so beunruhigen könnte, wäre eine Invasion der Armee von Onderon.
Aber wir sind vorbereitet. Angeblich kommt bald Verstärkung. Als ich um weitere Informationen bat, sagten die Sith, ich soll mich überraschen lassen. Sehr witzig. Ich hasse es, wenn Sith Witze machen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ob wir auf den Schlaumeier noch irgendwie treffen, das wäre cool. Überwachungskameras. Basislager, okay, da sind wir. Kamerahauptmenü. Minenfeld. Da waren wir gerade. Schön, dass sie uns überhaupt nicht gesehen haben. Wer die uns hier überwacht haben. Systembefehle. Gebietsschema laden. Klar. Gebietsschema geladen und Defensivszenario ausführen. Aktive Geschütze und Druideneliminierung aller Organika und Eindringlinge. Ja, cool. Jetzt greifen die alles andere an. Ja, die Geschütze spielen verrückt. Cool. Jawohl. Das wollte ich doch schon die ganze Zeit machen. Geil. Okay, dann können wir uns mal hier ganz in Ruhe umschauen und die Sachen noch plündern, die es hier so gibt. Und wir kriegen sogar die Erfahrungspunkte, geil. Oh, ein Thermaldetonator. Ich liebe Thermaldetonatoren. Jo, da fliegen die Blaster und so. Und ich wollte nur mal ganz kurz prüfen, ob die auch noch ob es noch das Spiel, sage ich schon, mein Programm noch am Aufnehmen ist. Gut. Gut, ich glaube, ich sollte mal hier den Deflektor nehmen. Ich habe jetzt auch T3 übelst hochgepusht mit seinen Upgrades und so einem Scheiß. Total heftig. So, Lähmungsfeld. Ob das hier auf der Entfernung funktioniert, ich weiß es nicht. Nein, es funktioniert nicht. Gib mir ihm schnell. Wenn wir jetzt schon in so ein Sys-Grab reingehen, passt es vielleicht. Weil Etten vielleicht so ein schon ein tolles Lichtschwert finden könnte. Sie sollen mal ihr Duellierschild aktivieren. Ich höre. Kümmer dich nicht um den da. Hilf mal Visas hier mit, weiß ich nicht. Ach, der hat ja gar keine geilen Machtfähigkeiten. Hält mir gerade mal so auf. Mit diesem dreckigen Boma. T3 schafft das hier eigentlich schon. Oder wir könnten mal ein bisschen auf die Kette hauen. Was können wir denn sonst noch machen? Wir könnten da eine Molotonkanone abfeuern. Los, ja! Ist Molton oder Plasma oder was auch immer. Ich verbrenne. Eine Schwäche wird offenbar. Geil. Stufe aufgestiegen. Zack. Ja? Ja. Dann könnte man auch hier den Generator deaktivieren, obwohl das irgendwie eh nichts bringt, da wir keine Geschütze mehr haben. Da oben sind auch noch ein paar Sith. Können wir da den Typen noch ausrauben? Ja, da liegt noch sein Gürtel. Ja, schon verfault. So schnell. Und da sind sie auch schon. Wie fix sind die denn? Und da ist auch ein Sith-Boy. Cool. Die Ehre liegt bei mir. Ja, die liegt bei dir natürlich. Ich glaube... Oh, da ist ein dunkler Jedi-Schüler. Das ist ja doof. Verpisst euch. Hahaha. Jawoll. Klasse. Visas, du bist echt hammerhart hier. Das finde ich auch an Visas so heftig, dass sie einfach so geile Machtfähigkeiten drauf hat. Deswegen liebe ich es einfach mit ihr, irgendwas zu machen. Und deswegen habe ich die auch schon beim ersten Angriff hier auf die auf das Grab von Frieden Nutt mitgehabt. So, wir sind aufgestiegen alle. Alle sogar, das ist geil. Verteile ich mal hier die Talente, was so... Na, Tarnlauf, ein Scheiß. Will auch keiner haben. So ein Quatsch. Wir könnten auch ihre Konstitution erhöhen. Jawohl, das ist geil. Da hältst du mehr aus. Und hier können wir noch... Was haben wir denn hier noch so? Meistermachtschrei. Diese Macht erzeugt eine Schallwelle, die allen Gegnern in einem Radius von 10 Metern bis 7 bis 42 Punkte Schaden zufügt. Vorher hatten wir 5 bis 30. Das ist ja mal hammerhart, ey. Geil. Boah, jetzt schreit die echt wie Muttern. So. Annehmen. Sowas kann Ette noch erlernen. Unbewaffneter Spezialist. Ist total uninteressant. Er kann jetzt Geschwindigkeitsschub erlernen. Nein, das ist doof. Da würde ich ihm eher Machtwirbelsturm beibringen wollen. Ja. Das ist gut. Mehr nicht? Na gut. Besser als gar nichts. Überreste. Die lassen uns auch immer Sachen da, die Jungs. Die sind echt lieb. Diese Sith-Trooper. Wie auch immer. Sith-Leutnant. Lieutenant. Aufs Maul oder was? Das schafft Etten aber auch. Oh nein, da kommt noch ein Schüler und da ist ja auch noch einer. Wie kann ich dienen? Machst du doch fertig. Wow, das sind ziemlich viele hier gerade. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen improvisieren.
Und wir sollten auch alle unsere Schilde aktivieren. Ja? Jawohl, das macht Visas ja wirklich klasse hier. Den machst du da fertig hier. Zack. Jawohl. Geil, Atom. Super. Ich bin stolz auf dich. Den Grenadier macht er sogar platt. Und die Druiden wollen nicht angreifen, oder was geht ab? Oder liegt das auch an dem Generator? Ich weiß es nicht genau. Gib ihm, nein, macht er Machtsprung. Aber ich finde es schade, dass er keinen Machtsprung drauf hat. Wieso auch immer. Er hat sich ja noch einer versteckt. Guckt euch den Dreckigen an. Jetzt schreit sie wieder rum. Auf in den Kampf. Zack. Jawollo. Den macht Atom fertig. Den macht sie fertig. Und die wollen nicht? Kampfmodus aktiviert. Oh, da kommt noch mehr. Verpisst euch. Aber ganz schnell hier. Freundchen. Wow, wer wünscht denn eine Granate? Ich habe knackte. Oh, hier ist sogar ein Zylinder. Was finden wir denn hier so Schönes? Nikto-Soldatenhandschuhe. Was sind denn Nikto-Soldatenhandschuhe? Das hört sich ja cool an. Wo haben wir die Nikto? Oh, die sind nur für Soldaten. Oh. Okay, bin ich ein Soldat? Ich weiß es nicht genau. Ne, die könnte, glaube ich, Dingens nehmen. Der Jünger. Weil er Soldat ist, glaube ich, von der Klasse her. Also, die ich jetzt hier schon zu Jedi gemacht habe erst. Die haben ja zwei Klassen. Steht das, glaube ich... Bei ihm steht es jetzt nicht, ne? Da steht nur Jedi-Wächter. Aber beim Jünger, da stand auch... irgendwo stand das aber auch noch, dass der was anderes ist. Keine Ahnung, wo das steht. Irgendwo auf jeden Fall. Vielleicht nur auf der Ebonhawk oder so. So, war hier noch irgendein Zylinder versteckt? Jawohl, ich wusste es doch. Ja. Kampfstimulanz der Echani. Cool. So, wir sind echt super geile Jedi. Mit einem Druiden im Schlepptau. Das kann ja nur klappen, ne? Geil. Auf in das Grab rein. Da haben die sich nämlich verschanzt. Die Dreckigen. Wow, da sind sie ja alle. Pisst euch. Vor allem die hier hat überhaupt keine Rüstung. Was will die eigentlich hier? Bist du irgendwie doof oder so? Gönn dir mal eine Rüstung oder sowas, Mädel. Zack. Ich frage mich aber gerade, ob er hier viel mehr Schaden machen würde, wenn ich ihm mal hier so ein Dingens geben würde. Das hier zum Beispiel. Oder so eine rhodianische Todesklinge. Vibro-Klinge. Sis-Kriegsschwert. Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich ja auch sonst gar nichts? Nee, ich glaube, dann probiere ich es mal mit einem... mit dem Teil hier. 7 bis 18? Nee, das ist ja doof. Da macht er 5 bis 19. Na komm, dann nehme ich das hier mal. So schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ich will auch mal ein richtiges Lichtschwert für ihn haben. Das ist ja total... das ist ja total pervers, wenn ich Atom als seine Meisterin, beziehungsweise als seine Freundin, weil er ja auf mich steht, also als Mitra, zum Kurz das Lichtschwert gebe. Ob ich sagen würde, dein Ding ist zu kurz. Na, noch mehr. Es ist Lord sogar. Wir wollen uns drauf an. Oh, was geht denn hier ab? Die machen mich ja total platt. Schnell, heil mich. Heil mich, heil mich, heil mich. Kann ich dienen? Heil mich doch, schnell. Oh Gott. Atom, hau schnell ab. Oder heil dich mal selber oder irgendwie sowas. Und T3 sollte mal seine Molotonkanone anwenden. Ich höre. Scheiße, Atom ist, glaube ich, platt. Aber Atom steht ja wieder auf. Der ist ja unverwundbar. Ja, und da steht er wieder auf. Wunderschön, Atom. Atom, er kann es doch. Selbst wenn er fertig ist, ist er nicht fertig. Er steht einfach nochmal auf. Jawohl, frisst Molton. Schnell. Atom ist wieder tot. Aber nein, er ist doch nicht tot. Er steht wieder auf. So, ich glaube, Visas hat ihn einfach geheilt. Kann das sein? Weil selbst wenn er stirbt... Er steht da auch so immer wieder auf. Gerettet? Wieso wird er gerettet? Zack. Ja. Geil. Ha. Die sind ziemlich stark, das stimmt, aber... Kriegen wir auch so hin. Probe eines dunklen Jedi-Ritters? Ist ja langweilig. Ich will ein Lichtschwert haben. Lichtschwert. Wisst ihr, was ein Lichtschwert ist? Die haben wahrscheinlich nur Laserschwerter. Der war schlecht, ja. Okay, dann halte ich uns mal eben. Wow. T3 wird ja einfach... Der wird ja nicht beschädigt. Aber ich habe ihn ja auch
Ah ja, genau, stimmt. Ich habe ihm mal so eine, ja, Selbsterhaltungseinheit gegeben. Dadurch regeneriert er sich selber. Und dann, da, weil ich kann ja keinen Druiden heilen mit Machtheilung, nicht? Ja? Deswegen ist das ziemlich nützlich. Yo. Da oben ins Grab hier. Das wird noch, oh ja, eine interessante Reise. Eine Reise ins Grab. Okay, eher eine Erkundung oder wie man sagt, eine Reise. Eine Reise in ein Grab. Oh ja, das Ladebildschirm sieht aus. Endlich habe ich euch eingeholt. Ah. Das Lager der Sis liegt in Trümmern. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Ich habe Kelborn von euren Fortschritten berichtet. Er lässt ausrichten, dass der Rest eurer Einheit bereits auf dem Weg nach Itzitz ist. Kex hat versucht, Informationen zu sammeln. Kex denkt, das könnte das Grab von Friedennet sein. Wir wussten, dass es auf diesem Mond ist, aber wir hatten keine Ahnung, dass unser Lager direkt daneben aufgeschlagen war. Ihr seid ja echt Experten. Und vor allem du stehst einfach da am Eingang von dem Minenfeld und jetzt sagst du plötzlich, oh, jetzt habe ich euch endlich eingeholt. Oh, ich bin ja so erschöpft. Wer war Friedennet? Ja, wir haben ja schon am Eingang gelesen, dass das Friedennet ist, aber ist egal. Ja, vielleicht weiß er ja mehr über diesen Sith-Lord. Ein gefallener Jedi. Er hat Onderon vor langer Zeit erobert und sich zum König ernannt. Die Mitglieder der königlichen Familie sind seine direkten Nachkommen. Diesen Teil der Geschichte Onderons würden seine Bewohner gerne vergessen. Wie konntet ihr das verpassen? Wir sind nicht hier, um die Gegend zu erkunden. Wir hatten Befehl, unauffällig eine Bergungsmission durchzuführen. Diesen Befehl haben wir befolgt. Zukas Langstreckensensoren haben auch nicht funktioniert. Wenn dieses Lager keine Nachrichten gefunkt hätte, würden wir immer noch danach suchen. Mhm. Ist das alles, was ihr über dieses Grab wisst? Friedennet war ein dunkler Jedi. Er soll schlimmer gewesen sein als Revan und Malak zusammen. Dieser Ort ist böse. Die Sith sind eine große Gefahr. Ich spüre die Kraft der dunklen Seite. Friedennet muss wirklich mächtig gewesen sein. Das Echo seines Lebens klingt immer noch nach. Hier ruhen viele Geheimnisse. Ich gehe wieder nach draußen. Ich muss den Pfad bis zu unserem Lager überwachen. Okay, alles klar, verpiss dich. Brauchen dich eh nicht. Wir haben ja T3, ne? Alles klar, T3. Oh, okay. Ja, ein bisschen battlen muss man immer so zwischendurch zum Trainieren wohl. Die Zeit des Trainings ist vorbei. Ein Eindringling ist im Grab. Er darf nicht zu unserem Meister vorstoßen. Das Ritual darf nicht gestört werden. Ich muss wohl nicht betonen, was passiert, wenn wir versagen. Männer, folgt mir! Geil, ein Ritual. Was für ein Ritual. Oh, schnell. Lasst uns schnell ins Grab vordringen. Nur ich habe mich gerade gefragt, wie viel Schaden er machen würde mit so einem Lichtschwert. Wieso nehme ich nicht das hier, das Lichtschwert hier eigentlich? Hä? Komm, wir probieren es mal mit dem Teil. Das ist doch viel länger, hallo? Was soll ich denn mit so einem kleinen, kurzen Teil? Kommt her, ihr dreckigen Sith-Trooper nur. Dann langweilig. Komm her! Mach dich kalt! Eine Schwäche wird zack, offenbar. Zack, es geht doch. Super geil, ey. Wieso trägt er nicht direkt ein Doppellichtschwert? Ich kapier's nicht. Oder wieso gebe ich ihm keins vorher? Ja. Bei seinen Talenten ist aber nicht... Ich habe ihm nur das Duellieren von... Moment mal. Von einhändig geführten Waffen gegeben, ne? Also ist das eigentlich nicht so gut, dass ich ihm eine Waffe gebe, die zweihändig geführt wird. Aber naja, egal. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Ich glaube, wir müssen da lang, aber können noch hier die unteren Ebenen erkunden. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das aufgebaut ist. Ist schon, ja, schon Jahre, Jahrzehnte her, wo ich das gespielt habe. Oh, wie süß, Kriegsdruiden. Ja. Von T3 haut ordentlich rein. Bald werdet ihr den Schmerz kennen. Den Schmerz kennen. Ich glaube, Druiden kennen keinen Schmerz, aber egal. So. Die haben auch schön Teile bei. Die kann ich vielleicht gebrauchen als Mitra dann. Zum irgendwas reparieren. Finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt brauchen wir T3. Ich glaube, das Teil, das müssen wir noch irgendwie reparieren. Defekte Druide. Druiden reaktivieren. Ersatzteile haben wir genug. Waffen optimieren. Null Ersatzteile. Geil. Und in Patrouillenmodus versetzen. Alles klar. Super. Klasse. Jetzt haben wir wieder einen für uns gewonnen. Hier ist eine Weidenkiste drin.
Oh nein, ich glaube, ich weiß, was das ist mit dem Rätsel, oder mit dem Computer da. Das ist ein Rätsel oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich werde mich mal schnell hier mit den Weidenkisten befassen, damit wir umso schneller mit dem Computer. Eine Energie der dunklen Seite, was ist das denn? Ich höre. Du spürst, dass die dunkle Seite diesen Ort beherrscht. Eine morbide Faszination zerrt an deinen Nerven. Die Luft flirrt vor Wut. Kontrolliert eure Gefühle. Halt euch in der Macht der dunklen Seite. Nein. Kontrolliert eure Gefühle. Die Faszination nimmt nicht ab. Wilde, dunkle Emotionen umhüllen dich. Du weißt nicht, ob du dein geistiges Gleichgewicht bewahren kannst. Versuch, die Gefühle in diesem Bereich zu bändigen. Trotz der widersprüchlichen Gefühle, die in dir miteinander ringen, behältst du deine Klarheit. Die dunkle Seite ist weniger intensiv, aber sie ist immer noch zu spüren. Obwohl die emotionale Anspannung dich ausgelaugt hat, spürst du eine neue Kraft in dir, mit deren Hilfe du das Böse in diesem Grab besiegen kannst. Deine Stärke und deine Konstitution verbessern sich vorübergehend um 4 Punkte. Geil! Boah, Ethan ist jetzt mega geil drauf, anscheinend. Cool. Wenn wir nochmal so einen Bereich finden, dann kann Visas ja sich damit befassen. So, T3, du darfst erstmal in die alte Kiste. Unmöglich! Verarsch mich doch nicht. Oder ich glaube, es geht nur mit dem Terminal hier. Die Sys haben an diesem alten Computerterminal gearbeitet. Es war wohl eine delikate Angelegenheit. Versuchen, das Terminal zu reparieren. Die Sys konnten den Großteil des Terminal-Kerns reparieren. Es muss nur noch eine einzige Gleichung gelöst werden. Die letzten Gleichungen fehlen die mathematischen Operatoren. Mit den passenden Operatoren wäre die Gleichung ausgeglichen. Die Gleichung ist auch Operatoren, ja. Schön. Was braucht man als ersten Operator? Oh Gott, jetzt mach mich doch nicht bekloppt hier. Na, ich hasse Rechnen. Fuck. 6 mal 2. Was wäre denn... Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Und zwar laut. Und schneiden finde ich jetzt hier kacke. Obwohl es natürlich auch kacke ist, euch hier meinen Gedankengang zu präsentieren. Nehmen wir mal einfach mal 2. Entschuldigung. 12. Dann hätten wir... Moment mal. 12 plus 8. 12 plus 8 ist 20. Moment, 20. Ah ja, ich glaube, ich hab's. Okay. Multiplizieren. Dann plus. Dann minus und dann wieder plus. Hätten wir jetzt nämlich hier. Ah, hier sieht ja die Maus nicht. Fuck. Okay, 12, 8, 12, 20. Ich kann nicht mehr rechnen. Dann 11 und dann... Nein, das ist ja falsch. Scheiße. Ja, ich wollte jetzt eigentlich plus machen, dann haben wir nur 11, ne? Falsch. Bam. War irgendwie klar. Wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Oh, der Droide, der ballert gerade schon irgendwelche Typen ab, glaube ich. Fuck. Da muss ich noch ein bisschen... Ah, oh, das ist natürlich scheiße, weil ich keinen Bock habe zu schneiden. Beziehungsweise, dass es immer ein bisschen schwierig ist, dann schneiden. Nachher vergesse ich das noch. Ja gut, bei dem längeren Part, glaube ich, ist es okay, wenn ich mal nicht schneide. Wobei sich ja schon manchmal mehrere beschwert haben, dass ich zu viel schneide, aber egal. Das ist ja eigentlich doch schon länger her, aber ja, egal. So, wie wäre es denn mal mit 6 plus 2? Dann haben wir 8. Plus 8 ist 16. Durch 9 ist 2. Nein, das ist auch scheiße. Vielleicht nehmen wir dann doch mal wieder mal 2, also 12. Nein, das ist auch scheiße. Was für ein Scheiß ist das denn hier? Vielleicht probieren wir es einfach mal mit sowas. Oder nein, wir nehmen durch. Wieso nehmen wir nicht durch? Hätten wir 3. 3 plus... 3 plus, 3 plus, 3 plus... Scheiße. Hätten wir 3? Fuck, ich bin so scheiße im Kopfrechnen. Ich brauche eigentlich immer ein Shift und sowas. Weil ich die Zahlen meist vergesse. Aber ich habe die Gleichung noch hier stehen. Hätten wir, wenn wir das Plus da an der zweiten, hätten wir 11. Aber dann kriegen wir keine 2 zusammen. Scheiße. Fuck, ey. Wir bräuchten höchstens 23. Dann könnten wir bei den letzten beiden Minus nehmen. 23. Wie komme ich denn auf 23 mit 6, 2 und 8? Oh, wie geht das denn hier? Wieso nehmen wir nicht Plus? Hätten wir wieder 16. Ach, 16. Nein, das geht ja auch nicht. Fuck. Ich mache jetzt einfach mal multiplizieren. Mal. 12 haben wir jetzt. 12 minus 8 ist 4.
4 plus 19 ist 13, aber jetzt haben wir wieder eine 1. Scheiße. Und durch. Terminal einschalten. Richtig. Was? Hä, was? Das war doch komplett falsch. Hä, bin ich gerade doof? Ich glaube, ich habe mich wieder verrechnet. Ja. Ich brauche mal ein Shift, um mir das nochmal einzeln aufzuschreiben. Weil ich, naja, nicht gut im Kopf rechnen kann, wie gesagt. Ich mach die Kiste doch auf. Sag einfach Bescheid. Herausragende in der Entladungszelle und kristallgrün. Cool. Neue Kristalle bekommen. Geil. Geil. Dann würde ich sagen, Visas, mach mal hier Geschwindigkeitsschub. Ich will unserem Druiden helfen, der ja alleine jetzt gegen irgendwelche Viecher kämpft. Oder Trooper. Aber interessant, dass ich das hier jetzt einfach so hinbekommen habe. Ach, der ist da lang gegangen. Okay, nee, wir wollten uns nochmal hier umgucken. Hi, Elite-Trooper sogar. Was ist das hier? Ja? Mach sie fertig, Ettin, los. Oder, ja. Ich zack. Klapp. Geile Sache. Geil. Kann ich die doch irgendwie hier im Belebungsfeld bearbeiten? Ja, ich glaube schon. Geil. T3 könnte man sich mal mit den... Nein, wer wirft denn da Granaten? Mit diesem Vieh abgeben, denn er hat ja hier einen Schockarm. Zack. Das ist ganz gut gegen Druiden. Ich hab noch mehr davon. Gib ihm doch mal hier. Jawoll. Und das Teil da hinten ist... Oh, defekt. Okay, cool. Was macht ihr denn da? Seid ihr irgendwie ein bisschen behindert oder so? Wieso macht sie nicht... Ach, jetzt hat sie schon ihre Dingens... Gar keine Machtpunkte mehr hier. Das schaffen wir doch. Wunderschön. So, und T3 kümmert sich mal um den Medibot. Reaktivieren. Der heilt uns jetzt. Er folgt uns jetzt ganz unauffällig. Sag einfach Bescheid. Und heilt uns nebenbei. So, T3, du hast die Ehre, die Gruppe anzuführen. Du bist echt so gut geworden, T3. Ich bin so stolz auf dich. Nicht wie T5, der dein indirekter Nachfolger bei The Old Republic, der ja total scheiße war. Oder ist. Auf den ich wahrscheinlich nach diesem Game hier wieder treffen werde. Oh Mann. Wenn er doch nur so gut wäre wie du, T3. So, wir haben hier wieder so ein altes Terminal. Die Sys haben diesen Blablabla. Terminal zu reparieren. Es gibt 6 Kernmodule, beschriftet A bis F. Eines der Module ist instabil und muss ersetzt werden. Die Sys haben zu jedem Modul einen Diagnosebericht angelegt, um zu sehen, welches noch funktioniert. In 4 Diagnoseberichten gibt es einen einzigen Fehler. Die anderen beiden sind korrekt. Der Bericht des instabilen Modus ist einer der beiden Berichte, die korrekte Ergebnisse liefern. Oh Mann, ey, was ist das hier für ein Quatsch? Welches Modul müssen Sie ersetzen? FEB, FAC, DCE, EBA? Oh Mann! Ich glaube, da muss ich raten. Ich glaube, ich nehme mal D. Ja, war ja irgendwie klar, dass es falsch ist. Scheiße! Ich habe die Aufgabe noch nicht mal richtig kapiert. Kann mir das noch einmal einer irgendwie erklären oder so? So, es gibt 6 davon. Eines der Module ist instabil und muss ersetzt werden. Okay, ja, das ist klar. Ein Diagnosebericht angelegt. Gibt es einen einzigen Fehler, der anderen beiden sind korrekt? Kann ich hier nicht sehen, was... Nee, keine Ahnung. A, B, C ist ja hier... Nee, ich kapiere die Reihenfolge nicht. Was soll die Reihenfolge bedeuten? Nee, das müssen wir alles ausprobieren. Weil ich die Aufgabe nicht verstehe. Ich hoffe, ihr auch. Sodass ich nicht hier ein bisschen doof bin. Oder einfach wegen der Anspannung, dass ich hier was noch erzählen muss nebenbei, damit es nicht zu langweilig für euch wird, kann ich mich einfach nicht auf die Aufgabe konzentrieren. Das kann auch sein. FEB. FAC. Ich würde einfach sagen, dass eins von diesen dreien hier... Also, ach, ihr seht das ja nicht mit meiner Maus. 1A, D oder E falsch sein muss, weil da überall F vorkommt. Aber okay, es kommt auch öfters A vor. Ich nehme mal A. Na, das kann ja nicht sein. Try and Error ist einfach das luschigste, die luschigste Methode, irgendwas rauszufinden, die es gibt. Ist ja mega behindert, dass ich das hier so machen muss. So, wir nehmen jetzt mal C. Ja, schön. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt, warum das jetzt das C war, aber egal.
Wie kann ich dienen? Kristall Upari, Haben wir was Geiles gefunden? Das ist ja geil. Nice. Eben alle heilen. Dachte, der Medibot, der wird uns alle heilen hier. Zum Dreckiger. Da müssen wir jetzt ganz schnell unserem Kampfdruiden zur Hilfe eilen, wenn er noch am Leben ist. Ich weiß es nicht. Hey, da bist du ja. Alles cool oder was? Alles fresh? Geil. Er will anscheinend nicht mal hier wieder mitgehen, oder? Was geht ab? Jetzt geht er wieder, ja. Dachte ich mir schon. Irgendwie haben die Droiden auch so einen kleinen Fehler, dass man die auch mal ansprechen muss. Das hatten wir in der ersten Duxun-Episode. Oder nein, in der Duxun-Episode. Das war ja nur eine ganz lange. Einfach wie T3 fährt. Das Geräusch ist einfach so geil. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe es. Noch mehr. Schön, noch mehr Opfer. Nur Schüler, das ist ja lächerlich. Und Christenie. Und dann noch ein Machtschrei hinterher. Zack. Sag einfach Bescheid. Ja, sag ich doch. Los. Ja, geil. Ich wusste doch, dass sie uns nichts entgegenzusetzen haben. Leider haben die nichts mit. Ist ja doof. Da gibt's ja Weidenkisten. Ja, Weidenkisten. Jedi bewahren allen möglichen Scheiß in Weidenkisten auf, habe ich das Gefühl irgendwie. Oder auf jeden Fall Sis. Fred Nuts Klinge, yo. Teile. Hier können wir doch irgendwie lang, bevor wir uns weiter ins Grab begeben, würde ich sagen, erkunden wir da die Türen. Oder ich meine hier die Türen. Die seitlichen. Aha. Wunderschön. Was machen die denn da? Ihr seid hinter mir, okay. Kommt her! Ich mach euch kalt. Weil ich befürchte, dass die Folge mehr als 3 Stunden lang wird. Da ich eigentlich wollte, alles hier aufzunehmen. Aber den gesamten Angriff, den gesamten Kampf um Onderon, sag ich mal so. Wie lang geht denn der Gang hier? Ich dachte, das wäre nur so ein Seitengang. Ist ja komisch. Ich hätte auch nicht mehr in Erinnerung, dass das hier so lang wird. Also allgemein das Grab. Oh, da ist ein Terminal wieder. Gibt es wie noch 2 Terminals oder wieso ist das so aufgebaut? Hier noch eins und da noch. Ach, ihr seht ja meine Maus nicht. Verdammt nochmal. Wer von unseren Meistern markiert wurde, kann es auch. Ja, langsam habt ihr den Bogen raus. Es ist so einfach, aber wie machen sie das? Ihr zweifelt an der Macht unserer Meister? Sie haben den Verstand dieser Bestien ausgelöscht und sie zu unseren ergebenen Dienern gemacht. Wer sollte eine Armee dieser Bestien besiegen? Niemand, natürlich. Der Nächste. Der Eindringling ist hier. Bestien, greift an! Das sind doch total die luschigen Bestien. Was wollt ihr? Oder was habt ihr für Probleme, ey? Pisst euch mal. Aber ganz schnell. Mein Leben aber ganz schnell. Euch. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Macht's doch fertig hier. So was aber auch. Wie einfach es ist. Hat er denn wenigstens... Nein, immer noch kein Lichtschwert. Greift der? Ach, irgendwas, keine Ahnung. Wieso finde ich keine richtigen Lichtschwerter hier bei den vielen? Sis. Total scheiße. Uraltes Terminal. Unterer Hebel. Moment, dieses alte Terminal startet den Schließmechanismus der Tür des inneren Grabes. Ach, wir konnten da gar nicht rein. Ach so. Aha. Okay, dann müssen wir. Dann ist es ja klar, dass wir hin mussten, okay. Dann ist ja alles cool. Die Ehre liegt bei mir. Heilung und sowas, ja. Nice. Ich glaube, ich speichere nochmal richtig hier. Zack. Oh, ich liebe aber einfach eigentlich das Grab, weil es so mysteriös ist und man eigentlich ein Lichtschwert findet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier eine mächtige Waffe finden, ne? Aber wann genau, weiß ich nicht. Nicht mehr. Hey, was soll das hier? Pisst euch mal. Mag ich aber gar nicht.
klären so wir die Sache. Klären wir die Sache. Keine Chance. Das nennst du klären? Oh, hier haben wir noch ein paar Überreste liegen lassen. Ich höre. Duellierschild. Ich könnte einen neuen Schild gebrauchen. Ich habe eh genug Duellierschilde. Nice. Die Ehre liegt bei mir. Dann... Oh, da kommen ja noch mehr. Was ist denn das hier für, eine, für ein Auflauf? Zack. Oh, nochmal, komm. Was ist denn da? Keine Chance. Keine Chance, nein. Ihr habt einfach keine... Der ist ziemlich widerstandsfähig. Was ist denn das für einer? Heftig. Das ist Captain. Der kämpft mit seinen Fäusten. Ich will einfach nicht sterben. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Unglaublich. Wieso konnte er sich so lange auf dem Bein halten? Er hätte gar keine Rüstung. Strange. Na gut. Ach, da vorne ist unser Droide. Steckt er schon wieder fest? Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Vielleicht geht er noch weiter hier mit uns. Ja, er geht sogar noch weiter, ja. Okay. Gucken, was er macht. Oder wohin er geht. Er geht direkt nach unten. Okay, ja, das kannst du mal machen. Ich gehe erstmal hier den Weg. Wenn hier sich noch irgendwas Interessantes befinden sollte, dann dürfen wir natürlich das Grab nicht umgehen. Machen wir das Tal fertig, schnell! Ich bin gespannt, ob wir gleich so ein paar Erfahrungsdinger aufploppen sehen oder ob der Kriegsruhe das doch nicht schafft. Naja. Hier müssen wir wieder so lange laufen. Das ist total grässlich. Geschwindigkeitsschub. So. Nochmal mal schnell hier. Zack. Und noch einmal. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Das ist so geil, die Fähigkeit. Ich liebe einfach Machtblitze. Nice. Kommt her. Und nochmal. Ich glaube, ich sollte als Jedi vielleicht auch mal in Betracht ziehen, Machtblitze zu erlernen. Weil sie ist ja auch auf der hellen Seite und trotzdem macht Machtblitze total viel Schaden, nicht? Okay, hier ist noch so ein Teil. Das kann ich mal benutzen. Energie der dunklen Seite. Du spürst, dass die dunkle Seite diesen Ort beherrscht. Die Luft ist erfüllt mit Angst und Verzweiflung. Ja. Kontrolliert eure Gefühle. Bla bla bla, das wieder wie eben. Versucht die Gefühle in diesem Bereich zu bändigen. Immer noch zu dem, bla bla bla, ja. Genau dasselbe wie bei Etten eben. Helle Seitepunkte erhalten, cool. Dann können wir wieder das Terminal hier benutzen. Moment, ist geöffnet. Oh, an diesem Terminal gibt es nichts mehr zu tun, das ist ja doof. Das finde ich ja voll scheiße. Jetzt wollte ich extra nochmal hier hingehen zum Terminal. Dominator-Panzerhandschuhe, cool. Ob es hier irgendwas zu machen gibt? Nein, wir müssen nur an ein Terminal gehen. Das ist ja ein bisschen komisch jetzt. Naja. Wenigstens haben wir die Erfahrungspunkte bekommen, als wir die Deppen hier besiegt haben, ja. Kommen hier eigentlich noch welche, oder? Ich weiß es nicht. Oh, hier liegt noch was. Nee, ich glaube, hier tauchen keine mehr. Oh, doch, natürlich. Ah. Ihr Dreckigen, sterbt doch einfach! Ich hab noch mehr davon im Angebot. Was soll das heißen? Los, schnell, bevor der Midi-Bot hier kaputt geht oder sowas. Ich hoffe, der hält uns wirklich, denn bisher habe ich noch nichts gesehen, was er sonst geheilt hat. Oh, die haben sogar was bei, geil. War nichts Geiles, hm. Nur ein Lichtschwert, ein Königreich für ein Lichtschwert. So, wo nicht zu viel verlangt, oder? Oh. Ihr nervt, wisst ihr das? Ihr nervt. So was von. Sag einfach Bescheid. Wo läuft er denn jetzt hin? Zu dem da? Okay, wenn du möchtest. Ah, sind zwei. Hab ich gar nicht gesehen. Was für ein Auflauf. Ein Fan-Treffen muss das sein. Betten. Zack. So, damit wird der erledigt. Hat da einer was fallen gelassen? Wie kann ich dienen? Gut, dann können wir jetzt endlich hier runtergehen. Ich glaube, unser Druide hat es nicht gemacht, wenn er...
Nee, der Droide ist anscheinend kaputt. Hm, schade. Das Maul. Das sind die beiden, die hier einfach so trainiert haben. Ich höre. Und anscheinend eh nichts drauf haben. Mach den hier platt, schnell. Jawohl. Da haben die trotzdem Lichtschwert bei. Nein, nur irgendwelche Credits. Ach Mensch. Ist ja lame. Dann gehen wir erstmal zu denen hier. Wir brauchen nur noch einen Moment. Wir sind fast fertig. Ein Misserfolg, Captain, kann nicht geduldet werden. Wie ihr wünscht, mein Lord. Was machen die da überhaupt? Ein Blutritual oder was? Schnell, wir müssen die daran hindern, das Ritual zu vervollständigen. Warum? Ich weiß jetzt zwar nicht, worum es geht, aber egal. Los, schnell. Die Ehre liegt bei mir. Ja, die Ehre liegt bei dir, das stimmt wohl. Alle. Ja? Aktiviere hier meine Schilde auch mal. Wie kann ich dienen? Wäre vielleicht von Vorteil. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich höre. Edson, rennt schon mal durch. Ihr seid kein Hallo? Gegner für uns. Das Vieh doch platt hier. So. Schnell. Beendet das Ritual. Sofort. Ihr seid zu spät. Wir haben getan, was getan werden musste. Bald wird Onderon fallen und damit auch die Republik. Aber was ist das? Ah, natürlich. Die Macht hat euch hierher geführt. Sie pulsiert in eurem Inneren. Aber ich spüre, dass sie noch ungebändigt ist. Es war gut von euch, uns aufzusuchen. Die dunkle Seite ist in diesem Grab sehr stark ausgeprägt. Hier werdet ihr den ersten Schritt auf dem Weg zu eurer Bestimmung machen. Ungebändigt? Was meint ihr damit? Ein Adept hat es so weit geschafft? Unglaublich. Ihr habt das Potenzial, euch die Macht zu unterwerfen. Ich spreche nicht von den Jedi oder ihren falschen Lehren. Ihr Orden war gezeichnet durch Schwäche. Sie würden euch zu einer Marionette der Macht machen. Sie würden euch die Stärke eurer Gefühle leugnen lassen. Die Stärke eures eigenen Willens. Fühlt ihr nicht die Kraft, die von diesem Ort ausgeht? Ihr Echo ist in euch wie eine zweite Stimme. Nehmt sie an. Macht sie euch zu eigen. Kannst du einfach mal dein dummes Maul halten? Mit deinen Cis-Lehren? Wie er schon damit anfing. Oh, die falschen Jedi-Lehren. Naja, kennen wir schon alles. Es ist noch nicht zu spät für euch. Kommt zurück ins Licht. Ihr wollt mich retten? Wovor? Die dunkle Seite verbietet kein Wissen, kennt keine Beschränkungen. Was könntet ihr mir schon bieten? Fühlt ihr nicht die Kraft in den Mauern dieses Grabes? Nehmt sie an. Beschränkt nicht euer Potenzial. Ihr führt mich nicht in Versuchung. Dieser Weg führt zur dunklen Seite. Was für eine Schande. Statt Freiheit und Macht habt ihr den Tod gewählt. So soll es sein. Ha. Komm her, Alter, ich mach dich fertig. Zack, Edson hat bewiesen, dass er doch trotzdem gut ist. Was macht da irgendwas hier? Komm. Jawohl, ich hab die beiden gelähmt. Das ist ja mal mega geil. Die Ehre liegt bei mir. Die haben keine Chance. Keine Chance. Kommt her, ey. Ich höre. Ihr mit euren Cis-Lehren, das geht mir mal so was von auf den Geist. Oh nein, was ist denn mit Visas los hier? Wie heftig, kann ich heil uns doch schnell. Gut, dass wir den Medibot haben, der heilt uns anscheinend hier. Ah, diese Strahlen sind es, die uns von uns heilt. Okay. Jawohl. Schnell, lasst uns noch hier die Leichen plündern. Hier haben wir sicher irgendwas. Doppellichtschwert, geil. Ich will aber ein einzelnes Lichtschwert haben. War wenigstens mal überhaupt ein Lichtschwert hier im Grab gefunden, ey. Das ist ja mal total scheiße gewesen hier. Gar nichts zu finden. Hier ist noch irgendwie ein Sockel. Ne, den können wir nichts dran machen. Ja, Feldkisten, wunderschön. Ich habe drauf gewartet. Zeremonienschild. Was ist das denn? Ludo Crashs Armband, das brauchen wir nicht. Alle plus 4. Dieser Zeremonienschild wurde von Meister Arke hergestellt und soll den dunklen Geist Frieden Nuts erhalten. Der Schild sieht zwar nicht gerade spektakulär aus, schützt aber durchaus vor Verletzungen. Den brauche ich jetzt nicht, den könnte Mitra vielleicht gebrauchen. Ich habe gar nicht kapiert, was sie hier machen. Oh, da hinten ist der Xaga. Hier sind noch irgendwelche Sachen. Ne, die kann ich nicht benutzen.
Und was ist hier oben? Ah, hier ist das, hier ist der Sarkophag von dem Frieden Nut Typen. Da ist ja eine Leiche drin. Verstärkter Faserpanzer, Frieden Nuts kurzes Lichtschwert. Cool. Jetzt haben wir auch noch sein eigenes Lichtschwert gefunden. Das könnte vielleicht für Mitra ja ganz cool sein. Doch, ich glaube, das habe ich auch damals benutzt. Weil die anderen Sachen, die waren jetzt anscheinend nicht so prickelnd. Na gut, dann komm. Dann hauen wir mal hier ab. Wenn er da hinten schon auf uns wartet. Aber was haben die hier für ein... Das war sicher ein Blutritual. Das war doch alles hier blutig hier. Irgendwas haben die gemacht. Aber was genau, kann ich echt nicht sagen. So, wir werden hier fertig, denke ich mal. Was ihr getan habt, ist nicht in Worte zu fassen. Ihr habt gekämpft wie ein Mandalorianer. Wenn ihr hier fertig seid, bringe ich euch zurück zum Lager. Dann könnt ihr den anderen sagen, was ihr entdeckt habt. Ja, ich bin bereit zum Aufbruch. Was ist mit Mitra? So. Als ihr gegangen wart, haben sie... Saga sagte, dass er mit seinen Freunden im Dschungel gut vorankommt. Vertraut mir, das Warten lohnt sich. Und hier ist er. Ein Basilisk-Kriegsdroide. Mandalore hat befohlen, dass wir ihn bereitstellen, weil ihr ihn in Izitz brauchen werdet. Ich versichere euch, dass sie nicht wissen werden, was sie getroffen hat. Ja, ein Basilisk endlich. Kendrys hat uns ja schon im ersten Teil, wenn ihr euch erinnert, von den Basilisken erzählt. Und ich hatte mir noch nie wirklich vorstellen können, was das war, bis ich mich erinnert habe, dass wir in KOTOR 2 hier einen benutzen, ja. Vielleicht lassen wir den Mandalorianer sprechen, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert. Ich kann das auch nicht so ganz genau beschreiben. Ihr seht es gleich schon. Aber, naja, was genau ist das? Der Basilisk-Kriegsdroide ist der Inbegriff moderner Waffentechnik. Er hat Hightech-Waffensysteme, eine 1A-Panzerung und ist höllisch wendig. Leider sind die Waffensysteme und einige Subroutinen noch nicht voll funktionsfähig. Aber er bringt euch unbeschadet bis nach Izitz. Das können die Jäger nicht verhindern. Welche Subroutinen funktionieren nicht? Unwichtige Systeme. Nichts, worum ihr euch Gedanken machen müsst. Wir haben den Innenbereich für 3 Personen optimiert. Es wird also ein bisschen eng. Ihr müsst sofort aufbrechen. Izitz steht an der Schwelle zum Bürgerkrieg. Rechnet also mit Widerstand. Sie erinnern sich noch an den letzten Basilisk-Kriegsdroiden, der ihren Planeten besucht hat. Kämpft tapfer. Und nehmt möglichst viele Feinde mit in den Tod, falls ihr sterben solltet. Ja, Sigi. Also, das ist halt so, dass, wieso haben wir nur einen verfügbaren Slot? Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Nee. Was ist mit meiner Maus? Ich sehe meine Maus nicht. Ja, die haben schon während des Mandalorianischen Krieges schon ordentlich viele mitgenommen. Also, diese Basilisken haben sie da eingesetzt, hat Kendrys nämlich erzählt. Und ja, was genau die Basilisken machen oder wofür sie berühmt sind, das seht ihr gleich. Aber wieso kann ich denn nur einen mitnehmen? Das verstehe ich nicht. Und wieso sehe ich meine Maus nicht? Meine verdammte Maus. So. Irgendwie ist irgendwie ein bisschen abgeknackt. Ne, ich sehe meine Maus nicht. Ohne Scheiß. Und wieso habe ich hier nur einen Slot frei? Dieser Charakter muss ein Mitglied einer Gruppe sein. Oh. Achso, wir nehmen Kreia so oder so mit. Na gut. Wen nehmen wir denn sonst mit? Wie wäre es denn mal mit Baodur? Oder Mandalore? Ach komm, wir nehmen Mandalore mit. Komm, der ist auch... Ach verdammt, wieso nehme ich... Ja, ich kann Mandalore nicht auswählen, weil ich meine Maus nicht sehen kann. Oder kann ich machen? Ich kann das auch mit der Tastatur machen. Oder wir nehmen halt Baodur mit. Ich kann mich nicht entscheiden. Scheiße. Baodur oder... Ach verdammt, wir nehmen Mandalore mit. Komm. Nein, ich bin fertig. Ich will hier raus. Aber ich kann nicht sehen mit meiner Maus. So. Ja. Ein Basilisk? Hier? Die Mandalorianer greifen die Stadt an. Talia hat sich mit den Mandalorianern verbündet. Vernichtet sie, Männer! Sie scheinen sich an uns zu erinnern. Die Beutezüge... Wer mich beleidigt, stirbt. Ja, das ist eine gute Einstellung. Die Beutezüge der Mandalorianer hatten nicht nur auf Izitz bleibende Folgen.
Ich möchte auf diesem Erbe aufbauen. Aber genug der Worte. Jetzt sind Taten gefragt. Oh ja, auf jeden Fall. Geil. Also die Basilisken sind dafür bekannt, schnell Infanterie auf Schlachtfelder zu. Was ist das denn hier? Achso, sie hat uns gerade irgendwas gemacht und ich kann mich nicht bewegen. So. Infanterie auf ein Schlachtfeld zu bringen. Davon habe ich noch mehr. Und ja, habt ihr gesehen, wie fix das geht? Weil die einfach so geile Landeklappen haben oder einfach so schnell landen können. Konzentriert euch. Ich weiß nicht, wieso sie den Namen Basilisk tragen. Die einzigen Basilisken, die ich kenne, sind von Harry Potter. Basta-Rakete. Davon habe ich noch mehr. Und irgendwie kriegen wir total viel Schaden. Ich glaube, wir sollten mal irgendwie Schilder aktivieren. Braucht ihr etwas? So, frisst den hier. Und ihr da, frisst mal mein geiles Lichtschwert. Geil. Und macht Welle. Ja, Bruno. Und du da auch noch. Ey, wir sind alle jetzt hier Level aufgestiegen. Ich glaube, das sollte ich mal eben zwischendurch machen. Durch die Erfolge im Frieden Nuts Grab. Wirklich aber aufgestiegen. Machtschrei. Nein, wenn, dann mache ich jetzt wirklich hier auf Machtblitz. Wo habe ich denn gerade Machtschrei ausgewählt? Oder wo wurde da? Machtblitze, da. Auch wenn das nur eine dunkle Macht ist und ich vielleicht doch nicht so gut darin bin, werde ich das mal auswählen. Mandalore bekommt jetzt hier was. Und er wird hell. Oh, letztes Feuer war er hier. Das ist ja geil. Und Kreia, was will die denn? Ich gebe mal hier so ein paar Fähigkeiten. Paar Talente. Waffenfokus, Lichtschwert. Wenn sie möchte. Klingt zwar auch nicht viel. Nee, Waffenfokus, Lichtschwert gebe ich ihr nicht. Ich gebe ihr das hier. Meister duellieren erstmal. Und bei Kräften, da kriegt sie jetzt auch mal Machtsturm. Nein, nein, da kriegt sie das hier. Machtschrei erstmal. Oder das hier, okay. Zack, annehmen. Oh, sogar mehrere Level aufgestiegen, die Olle. Was nehmen wir denn mal hier? Das hier. Okay. So, dann würde ich mir jetzt einfach mal... Ach ja, ich habe ja jetzt hier auch einfach ein normales Lichtschwert. Wie wäre es denn, wenn ich hier mal das Frieden-Nut-Lichtschwert nehmen würde? 14 bis 35. Oh, okay, da ist das hier natürlich besser. Dann nehme ich das erstmal. Dann können wir Frieden Nuts Lichtschwert an irgendwen weitergeben, der vielleicht nicht so gut ist mit zwei Lichtschwertern. Ja, bei mir genauso. Zack. Davon hab ich Hauptsache, wir machen jetzt ordentlich die Wacko-Soldaten platt, ey. Die mich eh schon die ganze Zeit genervt haben. Frisst das, ihr Dreckigen. Ja. Das ist die Hauptsache. Oh, das ist ja wirklich alles zerstört hier. Oh Mann, die Stadt war doch so schön. Hust, hust. Oh, und der Turm schießt natürlich hier die ganze Zeit irgendwas ab. Ist der auch animiert? Ne, das sieht man gar nicht. Schade. So, zum Palast geht's ja nach vorne. Also werden wir mal eben schnell dahin flüchten. Sonst gibt's hier gar nichts mehr. Schade. Dann aber fix hier rein. Schnell, schnell, schnell. Wer ist das denn? Ich erkenne euch. Ihr seid der Außenweltler. Kommt, wir haben keine Zeit. Waklus Truppen haben die Rampe eingenommen. Der Palast kann jeden Moment fallen. Wir müssen die Königin retten. Ja. Euer Plan scheint aufzugehen. Unser Feind hat sich tatsächlich offenbart. Mit den Sith habe ich gerechnet. Aber diese Bestien hatte ich nicht berücksichtigt. Selbst jetzt benutzt Waklu sie, um in den Palast einzudringen. Bevor ich mich diesem Verräter ergebe, sterbe ich lieber. Die Männer hier würden ihr Leben geben, um das zu verhindern. Es gibt Hoffnung. Eine schwache, aber wachsende Hoffnung. Ich glaube, meine Nachricht ist angekommen. Welche Nachricht? Wovon redet ihr? Ein alter Schüler kehrt zurück. Die Sith werden nicht wissen, was über sie gekommen ist. Hier entlang, zur Himmelsrampe. Jawohl. Sie werden wirklich nicht wissen, was da passiert ist oder passiert. Schnell! Eben speichern. Na komm. Jawohl. Geil, auf zur Rampe. Den dreckigen Sith, den geben wir. An diesem Weg liegen zwei Schildkontrollpunkte. Waklus Truppen halten die Rampe jetzt schon seit mehr als einer Standardstunde. Also kontrollieren sie jetzt die Kontrollpunkte. Wenn wir den Geschützturm da vorne erreichen, können wir die erste Barriere deaktivieren. Diese Einheiten bilden gerade mal ihre Nachhut. Je näher wir der Frontlinie kommen, desto härtere Kämpfe erwarten uns. Alles klar, kein Problem. So, Waklu-Soldaten, kommt her! Ich hab natürlich hier nur einmal Schock. Ey, mit einmal Schock mache ich einen hier von denen fertig. Das ist ja mal mega geil.
Ich sollte mich nicht zu sehr auf meine Machtfähigkeiten fokussieren. Vielleicht eher erstmal auf... Moment, gegen Jedi... Da. Shield-Form. So. Schnell. Macht sie kalt. Die Royalisten im Bunker sind unter Kontrolle. Wir brechen auf, sobald die Verstärkung eintrifft. Ein Jedi? Hier? Männer! Angriff! Aufs Maul oder was? Ja, die kriegen jetzt mal derbe hier. Und Kreia kann mal hier ihre geilen Fähigkeiten einsetzen, wie zum Beispiel Machtsturm. Jawohl. Setz doch Machtsturm an, du Wolle. Jawohl! Geil! Davon habe ich noch mehr. Davon habe ich auch. Hast du noch mehr? Okay. Diesen beiden sind jetzt anscheinend auch nochmal eine Stufe aufgestiegen. Geil. Was kann ich den noch machen? Ah, Wahnsinn. Kann ich noch machen? Ja, das ist geil. Aber was kann Mandalore noch so erlernen? Bei Talenten, was geben wir ihm denn hier? Hm, er kann ja schon eigentlich alles, oder? Ja. Was wird denn empfohlen? Kritischer Treffer? Nee, das braucht er nicht. Der, also ist er nicht gut im Nahkampf? Hier. Verbesserter Doppelschlag. Auch wenn Doppelschlag sich ein bisschen doof anhört. Er als Fernkämpfer. Überreste. Nimmt die Überreste mit. Schnell. Die haben so viel Geld mit. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Können wir hier rein? Das wäre geil, wenn wir hier rein könnten. Mach die Tür auf. Der Jedi ist noch... Wir werden angegriffen. Hi. Waklo, Captain. Geil. So. Davon habe ich noch mehr. Ich glaube, in diesem Turm war ich letztes Mal gar nicht. Cool, aber. Komm her. Ein großer Spind, ja. Schön. Wir sind in den Palast eingedrungen. Ich wiederhole. Schnauze. Bastukos Zugangscode eingeben. Befehl. Zugriff auf andere Systeme. Zugriff auf Geschützsteuerung. Auf diesem Terminal siehst du, wie viele von Waklo-Schiffen die Truppen der Royalisten bombardieren. Du kannst helfen, indem du die Schiffe mit den Geschützen abschießt. Ja, Geschütz kontrollieren. So, dann wollen wir mal den Royalisten helfen. Geschützübernahme. Vernichtete Feinde. So, jetzt werden wir mal Waklos Leuten ordentlich geben. Das kann ich auch nicht viel besser steuern als unser Teil. Stehen bleiben! Jawollo! So. Noch zwei. Die werden nicht wissen, was denen widerfahren ist. Und da einer. Da hinten ist noch einer. Zeig dich! Jetzt habe ich ihn komplett verloren. Da vorne. Jawohl! Ja! Jetzt kontrollieren wir auch wirklich diesen Geschütztürm. Den wir da gesehen haben, glaube ich, oder? Ah ne, der ist direkt hier bei diesem Himmelsweg, oder wie die den genannt haben. Können wir sonst noch was machen hier? Energieschildbarriere deaktivieren. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Wir haben den Palast eingenommen. Wie lange muss ich noch auf Talias Blut warten? Die Bestie macht bemerkenswerte Fortschritte. Aber es dauert seine Zeit, General. Die Energieschilde des Thronsaals sind wesentlich stärker als alle anderen. Bis jetzt läuft alles nach Plan, Tobin. Aber solange sie nicht tot ist, sind wir verwundbar. Verdoppelt eure Bemühungen. Es gibt beunruhigende Nachrichten aus der Stadt. Zu Befehl, General. Energieschild? Bestie? Soll das denn heißen? Okay, wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen konnten. Oh, Überreste. Schön. No, Nomis Robe. Okay. So, jetzt können wir aber, da wir die Energieschilder deaktiviert haben, weiter vorankommen. Nur sind da natürlich wieder irgendwelche Bomas, die sie kontrolliert haben. Die haben anscheinend irgendwelche Bestienreiter hier engagiert oder sowas. Da hinten geht's hoch, aber hier gibt es auch sicher noch irgendwas. Da. Was ist das denn hier? Da will ich aber rein. Feuer einstellen! Die gehören zu uns! Danke! Waklus Anhänger haben uns überrannt. Die Bestien. Die Bestien greifen auf ihren Befehl an! Bitte, geh zum Palast! Wir haben gehört, dass die Rebellen auf dem Palastgelände sind.
Wenn das stimmt, haben wir nicht mehr viel Zeit. Ihr zwei begleitet den Jedi. Wir anderen halten hier die Stellung. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nice. Dass die mir jetzt helfen, finde ich ja geil. Oh, hier ist sogar eine Werkbank. Was mache ich denn jetzt hier so Schönes? Ach, ich habe ja neue... Genau, ich habe ja jetzt hier neue Sachen bekommen. Kristall zum Beispiel, den Opari-Kristall. Oh, der macht ja hier... Geil, Schaden 1 plus Kälte. Was ist das denn? Wie geil. Moment, das mache ich jetzt aber mal hier. Ich habe ja momentan den hier. Ja, ich mache jetzt aber mal... den hier, den Kältekristall noch rein. Oder, Moment, wie viel Schaden macht das hier? 4 bis 22? Schadensbonus, helle Seite. 1 plus 1, ja, Moment, ich mach mal den hier rein. 7 bis 25. Dann mach ich mal den Upari rein. 5 bis 30, okay. Ich mach den hier rein. Und ich mache hier... Was habe ich hier für einen drinne? Oh, okay. Nee, der bleibt drinne. Da tue ich mal diesen hier rein. Noch irgendwelche anderen Kristalle? Rot? Soll ich vielleicht mal rot nehmen? Wie wäre das denn mal? Oh ja, geil. Mein Zorn wird über euch kommen. Ja, ich bin zwar ein Jedi, aber zornig muss man auch manchmal sein. Rot und Silber. Gar nicht schlecht. Dann kommt, auf. War jetzt, glaube ich, so viel Ultraschaden. Oh, fast 50. Mann, ist das geil. Kommt her, ihr... Ich meinte jetzt eigentlich nur, dass die mir hinterherkommen. Meine Truppen. Meine Sklaven. Ja. Der rote Kristall verändert mich schon. Gibt es nichts mehr zu entdecken, oder? Ne, ich glaube nicht. Da liegt noch ein Toter. Kann ich sogar ausrauben. Aha. Ein Lebenserhaltungskit. Ja, das hat sich gelohnt. Schnell. Auf zu dem Himmelsgang oder so. Ach, von da aus haben wir die abgeballert. Ja, okay. Super. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ein Jedi-Ritter greift uns an. Auf eure Posten. Ein Jedi-Ritter, ja. Ergebt euch. Wollt ihr euer Leben für General Vaklus Ambitionen Attacke, geben? Männer! Attacke! Ja, okay. Du hast sie ausgesucht. Komm her! Du wirst zuerst dran glauben. Gerettet, was ist das denn? Schön den Autoplan! Ja, follow. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. So viele Truppen hier im Anmarsch. Und wir haben Verstärkung. Einfach so viel Folgt Power. Dem Jedi. Wir werden den Palast zurückerobern. Wir müssen General Vaklu aufhalten, bevor er die Königin erreicht. Ja, klar, kein Problem. Schaffen wir schon. Wenn die mir hier nicht im Weg stehen. Ey, geh mal weg hier. Noch mehr. Hallo. So, sie lebt das war's. Noch. Lauft, lauft. Endlich tut einer das Richtige. Na los, lauft weg. Nein, ich werde euch nichts tun, wenn ihr jetzt geht. Okay, die bleiben stehen. Die wollen aufs Maul. Noch mehr Sis. Okay. Auf eure Posten. Das sieht man auch immer gerne. Diese Feiglinge werden was erleben. Ja. So, wie mache ich denn das Schild hier? Ein Schild hier weg, komm, Lichtschwert. Dann bleibt er bei Odo nicht mit, aber Lichtschwert hilft immer. Oder? Ja, Wollo. Komm her. So, kommt doch her, ihr Dreckigen. Ich mache euch kalt. Nein! Was soll denn der Quatsch? Was gibt es? Los, greif an, Kreia. Ja, super. Wie heftig die mit Machtblitzen umgehen kann. Mega cool. Aber das habe ich gebraucht. Nice. Ja, der hatte sogar ein Lichtschwert dabei. Cool. Endlich mal ein Lichtschwert für... Nein, was machen meine Soldaten denn hier? Nein. Ein Lichtschwert für irgendwen. Für Etten zum Beispiel. So. Hallo. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Und dem könnte ich dann zum Beispiel auch des Friedens kurzes Lichtschwert geben. Oh. Was ist denn mit euch los? Zack, zack, zack. Zack. Geile Sache. Was ist das denn da für einer? Vor uns liegt der Thronsaal. Wir müssen die Königin beschützen. Wenn ihr zum Palast wollt, folgen wir euch dorthin. Der Feind ist schon in den Palast eingedrungen. Dir soll ich vertrauen? Du standest die ganze Zeit hier, hä? Dann lass uns gehen.
Oh, die kann ich noch ausrauben. Geil. Giftrakete. Okay. Da schnell hinterher. Nein, du läufst doch in deinen Tod. Warte doch auf mich. Schnell, schnell. Wir sind im Palast. General Vaklos Truppen waren nicht allzu lange hier. Hoffentlich haben wir noch Zeit, die Königin zu retten. Der Thronsaal ist direkt vor uns. Dort warten vermutlich Vaklos Elitetruppen. Ich bleibe hier und sichere die Kreuzung. Falls noch mehr Royalisten kommen, kümmere ich mich um sie. Okay, cool. Oh, da hinten sieht man schon die Bestie. Was das jetzt genau für eine Bestie ist, weiß ich gar nicht mehr. Man könnte es... Ich habe eine Vermutung, aber ich sage jetzt gar nichts. Zack. Noch eben hier heilen und so ein Scheiß. Kampfmedi aktivieren. Vielleicht können wir auch direkt reingehen. Schließt jetzt die äußere Tür. Nichts. Nein! Beeindruckend, dass Nein! ihr so weit gekommen seid. Aber ihr kommt zu spät. Bald ist die Königin tot und General Vaklu der neue König. Das ist keine normale Tür, die uns trennt. Sie besteht aus demselben Material wie Großkampfschiffe. Ich fürchte, sie ist unzerstörbar. Scheiße. Jede Tür kann geöffnet werden, Tobin. Es ist vorbei. Ich fürchte, da habt ihr recht. Jetzt muss ich mich aber um die letzte Barriere kümmern. Heftiges Vieh hier. Und ein Bestien, Cis-Bestien-Reiter anscheinend. Terminal offline. Nein, was jetzt? Jungs, was soll ich tun? Der Palast kann jeden Moment fallen. Wir müssen die Königin retten. Ja, nicht ehrlich. Du bist ja ein Schlauer. Ich glaube, ich gehe mal hierher. Ich wollte eigentlich wissen, woher ich jetzt gehen muss, aber... Psch. Wenn die mir nicht helfen wollen, dann geh ich mal hierher. Aufs Maul! Hey, die sind sogar ziemlich stark hier. Was soll der Quatsch? Du kriegst so viel Schaden. Hat die noch mal leicht kaputt. MK1. Oh, ich werde die von hinten aufrollen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Schafft man da Lola denn auch überhaupt hier? Jawohl, klasse. Ha. So funktioniert es. Die haben so viele Geschenke für uns. Oh ja. Onderon, Krepetierkarabiner, den brauchen wir glaube ich nicht so. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Oh, was geht denn hier ab? Schnell, Angriff! Oh, das geht mal so geil ab hier. Kann ich vielleicht noch irgendwie die Sachen hier klauen oder sowas? Museumsschatz. Yalshay Empfindungshandschuhe, geil. Oh, was haben wir hier? Autos Hüterrobe. Mann, schnell, bevor uns hier einer erwischt. Ist die Chance. Kristallponit. Und hier, ja, du machst das hier. Kristall Viridian. Okay, ich will jetzt mal gucken, was das für Handschuhe sind. Geschicklichkeit, Bewusstsein. Oh, schade. Die sind anscheinend doch nicht so gut. Und ich werde jetzt mal hier die Leute ausrauben. Während meine Kumpanen hier alles erledigen. Obwohl Kreia einfach mal hier Machtblitze anwenden könnte. Einfach mal so und ich heile hier. So, greif doch an hier, schnell! Davon habe ich noch mehr! So, genau so. Geil. Oh nein, Gift! Das gibt's nicht. Grässlich, so ein Gift. Automatikhandschuhe, ich glaube, die anderen kann ich nicht nehmen. Julies Robe wieder mal. Schon wieder eine Robe von Julie. Und auf was ballert er hier? Verstehe ich nicht ganz. Hauptsache, wir haben einfach das Museum ausgeraubt. Nein! Kann ich auf das Terminal hier zugreifen? Das wäre ja geil. Zugriff auf Giftgasverteidigung. Sicherheitsfreigabe gewähren. Freigabe entzogen. Netter Versuch, Jedi. Scheiße. Ah. Da müssen wir hier wohl so oder so durchkommen. Vielleicht kann ich mit Atemkontrolle irgendwas erreichen. So. Hier will ich durch. Zack. Nein, hier liegt ein Toter.
Ah, ist einer von Baku, glaube ich. Du willst aufs Maul? Gerne. Was ist das für Typen? Oh, die sind anscheinend von der Königin, oder? Kann das sein? Ich glaube, ich speichere mal ganz kurz hier. Jotran-Rüstung. Ja, königlicher Soldat. Hey, hier liegen ja ganz viele Geschenke für uns. Schön. Danke für eure Hilfe. Königin Talia ist jetzt die rechtmäßige Herrscherin Onda. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, aber das war gute Arbeit. Kommt rein, bevor noch mehr Sith oder Vaklus Truppen eintreffen. Wir wurden von Talias Truppen abgeschnitten. Wir müssen uns in der Tat unterhalten, aber Cadron und ich koordinieren die Verteidigung. Captain Cadron braucht einen Freiwilligen für einen gefährlichen Auftrag. Er ist im anderen Raum. Redet mit ihm. Nur ihr könnt diesen Auftrag erledigen. Okay, cool. Wozu braucht er mich? Nein, wie seid ihr von Talias Truppen getrennt worden? Das ich bin nicht ihr Leibwächter. Wir haben an den Toren des Palastes gekämpft. Es waren einfach zu viele. Wir reden, wenn das hier vorbei ist. Möge die Macht bis dahin mit euch sein. Naja, auch mit dir. Was meinst du mit anderen Raum? Ist er da hinten oder ist er da vorne drinne? Weil hier ist ja anscheinend auch noch ein Raum. Nee, der ist gesperrt. Kann ich auf das Computerterminal zugreifen? Lagertür öffnen. Beschädigte Schlüsselsequenz reparieren. Zweimal übersteigt. Ihren halben Wert um 99. Moment mal, was? Erste Schlüsselnummer mal 2. Übersteigt ihren halben Wert um 99. Oh Gott, Moment. Wenn man die dieses hier mal 2 nimmt, dann übersteigt die Hälfte davon ihren Wert um 99. Das ist ja klar, dann muss das ja 102 sein. Inkorrekt. Offline, verarsch mich nicht. Was soll denn der Quatsch hier? Ich hoffe, ich habe hier direkt vorher gespeichert. Ja, gut. Was ist denn das hier für ein Quatsch, hä? Das muss richtig sein. Äppeln kann ich mich selber. Wenn das hier eine Lagertür ist, dann sollten wir hier nochmal reingucken. Erste Schlüsselnummer. Mal 2. Übersteigt ihren halben Wert um 99. Mal 2. Den halben Wert ist doch dasselbe, oder? Ich glaube, ich nehme das hier. Inkorrekt. Scheiße. Jetzt müssen wir wieder Try and Error machen. Verstehe ich wieder nicht ganz, aber ich bin einfach gerade ein bisschen durch, weil ich hier total derbe gerne battlen möchte gegen die Vaklo-Soldaten. Und hier einfach wieder so einen Ruhmoment finde, den ich gar nicht haben kann oder gar nicht haben möchte. Abmelden, nein. Lagertür öffnen, 66, korrekt. Umkehr der Ziffern des Schlüssels erhöht Wert um 1/5. 1/5, okay. 15, 51, ne, das kann es nicht sein. 25, 52, nein. 35, 53, nein. Das hier muss es sein. Korrekt, ja. Dritter Schlüssel. Unterscheidet sich von seinen umgekehrten Ziffern durch das zweifache Produkt der Ziffern. Oh Gott, Moment. Durch das zweifache Produkt der Ziffern. Das Produkt ist doch Plus, oder ist das Mal? Oh, ich weiß es nicht. Das muss ich raten. Inkorrekt, scheiße. Fuck, jetzt, da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen überfragt gewesen. Was ist denn nochmal ein Produkt, ey? Ich bin schon, ja. Mathe habe ich schon vollständig vergessen, seitdem ich es nicht mehr habe. So, hier war es 66, hier war es 45 und da, 39, okay. Verlasse das Terminal. Lagertür offen. Ja, geil. Jetzt können wir uns hier ordentlich bedienen. Ich glaube, hier kommen wir eh nie wieder hin, deswegen sollte man das die Chance nutzen. Chemikalien brauche ich überhaupt nicht, aber schön. Konstitutionsimplantat, okay. Gesperrt? Verarsch mich nicht. Metallkiste. Kristall, Punit. Braucht ihr etwas? Kann vielleicht irgendwer anders hier drauf zugreifen? Gesperrt, was soll das denn heißen? Eine Metallkiste kann nicht zu sein. Ha. Okay, hat sich für mich so gelohnt, aber naja. Dann auf zu dem, weiß ich nicht, königlichen Hauptmann oder wer das war, von dem Meister Kavar gesprochen hat. Ich speichere nochmal hier. Nice, so.
Wo? Da muss er sein, aber hier geht's auch irgendwo her. Nee, da geht's nicht her, hä? Wieso ist da die Tür? Ihr seid also der Jedi, hm? Ihr seid der Star der Funksprüche, die wir abgefangen haben. Habt ihr euch wirklich zur Rampe durchgekämpft? Jemanden wie euch können wir gut gebrauchen. Ja klar, ich bin ein Juggernaut. Wie sieht's aus? Wir konnten diesen Teil des Palastes halten, aber Vaklus Männer kontrollieren den Rest. Wir müssen zur Königin, bevor dieser verdammte Drechsel durch die innere Tür bricht. Wie kommen wir dahin? Es gibt im Palast zwei Sicherheitskonsolen. Die Primärkonsole ist auf der anderen Seite des Palastes. Dort sitzt ein Hacker, der jeden unserer Schritte überwacht hat. Wir müssen die Primärfunktionen auf dieses Terminal umleiten und anschließend die primäre Sicherheitskonsole deaktivieren. Dann ist der Hacker aus dem Rennen. Dann haben wir die Sicherheitssysteme wieder unter Kontrolle und können General Vaklu ausschalten, bevor er die Königin erreicht. Ach, deswegen konnte ich die Gasabteilung da, diese Gasleitung nicht wegmachen, weil er gemerkt hat, dass ich da drauf zugreifen wollte und dann hat er da hingeschrieben, netter Versuch, Jedi. So ein Drecksack. Ah, wo genau befindet sich die andere Sicherheitskonsole? Der andere Kontrollraum ist der letzte Raum in der Südhalle. Dort erwarten euch vermutlich Vaklus Männer und jede Menge Sis. Aber ich denke, das ist kein Problem für euch. Na, Quatsch. Habt ihr etwas, womit ich mich verteidigen kann? Deckt euch an den Waffenschränken im nächsten Raum mit Waffen ein. Das wird kein Spaziergang. Geil. Redet mit dem Corporal. Er kann euch zum Eingang des Palastes bringen, wenn ihr zur südlichen Halle wollt. Möge die Macht mit euch sein. Nice. Ich liebe es aber, wenn nicht Machtanwender das sagen. Wenn man so denkt, dass sie... Oder weil ich immer so denke, ja, die haben ja dann doch irgendwie was von den Jedi gelernt, oder... Nein, nicht das, aber ach, ihr wisst, wie ich das meine. Im folgenden Raum? Wo denn? Welcher folgende Raum? Zugriff auf Systembefehle, öffne alle Sicherheitstüren, Gebietsschema laden. Zum Hauptmenü, Überwachungskameras, großer Saal. Ja. Museum, ja, da waren wir. Sicherheitssysteme des Museums aktivieren. Schalte um auf Kamera. Das bringt jetzt auch nichts. Jetzt haben wir ja schon alle da weggeräumt. Na toll. Kamerahauptmann, primäres Sicherheitsterminal. Da, der Typ. Ich den in die Finger bekomme. Alter! Du kriegst noch, Junge. Nicht so frech sein hier. Boah, und welchen Raum meinte der denn? Den da oder das, was ich mir da alles geholt habe? Das war ja gar nichts. Oder meinte er da oben? Keine Ahnung. Ich muss mich auf die Verteidigung. Ja, ist klar. Na gut, dann müssen wir den restlichen Weg wieder zurückgehen, um da dann irgendwas zu reißen. Dann auf, meine Jungs. Ja, Krea ist kein Junge, aber wie auch immer. Einfach mal hier durchrushen. Oh Mann, das macht mich bekloppt. Alarme machen mich allgemein bekloppt. Zum Glück ist ja nicht die ganze Zeit da, sonst könnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Ne, wirklich, oh, Alarme, ich hasse Alarme. So. Ist ja gar keiner. Aber gut, dass wir jetzt das Gebietsschema haben. Speisesaal und da ist das der Sicherheitskomplex. Ist ja genau auf der anderen Seite. Wie beknackt ist denn das? Ist der Palast denn angeordnet? Sammelt unsere Truppen. Überprüft die Verteidigungsanlagen. Colonel Tobin sagt, der Jedi ist unterwegs zu uns. Greift sie mit euren Bestien an. Wir brauchen mehr Zeit. Ich gehe in den Kontrollraum. Vielleicht kann ich den Captain überzeugen, uns zu helfen. Mach das mal. Dann werden wir uns erstmal um diese Viecher kümmern. Die sind ja so süß, ja. Werde ich schnell... Oh, eine starke Plasma-Mine. Ich lasse die erstmal hier hinkommen. Alle hier hinkommen, schnell. So. Jetzt können die, da die nicht um die Ecke schießen können, werden die hier hinkommen. Ja? Wenn Krea... Ja, genau, so. Na, scheiße, jetzt sehen die uns trotzdem. Scheiße. Schnell, Duellierschild aktivieren. Davon habe ich noch mehr. Wirklich, sind wir wirklich im Nachteil, weil da die Minen sind. Vielleicht kann ich noch mal kurz entschärfen. Mach keinen Scheiß. Ah, er schießt ja eh von hier aus. Kann er dann mal loslegen oder sowas? Nein, was machst du denn? Ach, so eine Kacke. Los. Wir machen jetzt einfach ohne Entschärfen weiter. Ist mir doch zu doof. Stopp. Das hier kann ich machen.
Na, wieso stellst du dich denn da hin? Mach einfach den hier, jawohl. Und... Da kann ich nicht den zerstören machen. Okay, dann mache ich das hier mal. Das muss jetzt aber klappen. Na, es klappt nicht. Scheiße. Seid ihr da oder was? Schnell hier rein. Hallo. Ach, das sind königliche Soldaten. Ach so. Hallo. Überreste. Schön, dass sie sich hier einfach direkt davor verschanzen. Und die Tür geht nicht auf. Komisch. Also vorne im Gang, wo wir eigentlich die Hilfe gebraucht hätten von denen. Naja. Kann ich die Mine einfach wenigstens entschärfen? Muss man wenigstens gehen. Verheerende Schallmine. Moment, habe ich eigentlich noch diesen einen... Oh nein, die Infiltrator-Handschuhe habe ich leider noch an. Ich wollte eigentlich diese Dominator-Panzerhandschuhe nehmen, genau. Und das Fähigkeitenimplantat. Wieso habe ich das auch noch? Ich brauche das... Welches Implantat wollte ich nehmen? Das Alpha-Implantat, oder? Oder Widerstand... Ne, ich nehme das einfach mal. So, bin ich wieder fit. Scheiße! Verpisst euch doch einfach mal hier. Dreckigen Droiden. Zack. Zeit zu sterben, Droide. Ganz genau. Jawollo. So funktioniert es. Alles klar. Dann können wir hier nochmal auf das Computerterminal zugreifen. Zugriff auf Verteidigungssysteme, Überlastung der Konsole. Benutzer 0 identifizieren. Registrierung KIF. Überlastungssequenz, hier ist ein kleines Geschenk. Ah, du Dreckiger. Scheiße, ihr sollt nicht auf das Computerterminal zugreifen. Oder doch? Moment, ich probiere es nochmal mit Zugriff auf Verteidigungssysteme, Überlastungssequenz abbrechen. Erfolg, Überlastung der Konsole abgebrochen, gut. Sicherheitssysteme an Terminal deaktivieren. Überlastungssequenz initialisiert. Nein. Versuche es beim nächsten Mal damit, Jedi. Hey, es hat doch geklappt. Oder auch nicht, keine Ahnung. Nee, das lasse ich mal lieber. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade abging. Wir gehen mal lieber direkt in das Sicherheitskomplex da vorne. Wir wissen aber auf jeden Fall schon mal, dass er Kiff heißt. Und sonst was bringt? Ich glaube nicht. Scheiße! Zu viele! Ja? Nein! So, Quer, du machst jetzt mal Kamikaze. Gehst hier hin und machst einen dick. Jawohl, los. Ich habe keine Zeit für Ihre Spielchen, Captain Rieken. Wir brauchen den Code für die Palastschilde. Ich habe doch gesagt, dass ich ihn nicht habe. Ihr habt meine ID gescannt. Ihr kennt meinen Posten im Händlerviertel. Das würden Sie mir gerne weismachen. Ich bin autorisiert, jedes mir zur Verfügung stehende Mittel... Tornata Biasvia! Gicho Watana, Kunera Kitevinito, Paramas Nucho! Verdammt! Verteidigt den Sicherheitsraum mit eurem Leben! Der Jedi könnte alles verderben! Heruta, Jinking, Ninibobo, Ninoncho! Okay. Ich kümmere mich darum! Bin mal gespannt, was er für eine letzte Überraschung bereithält. Ach, ein paar Droiden, nein! Schnell den Schild aktivieren. Wer will zuerst sterben? Nein! Das gibt's doch wohl nicht. Kümmer dich mal um die Quer, ja? Los! Gibt's ja nicht hier. Wow! Die mit ihrer kryogenischen... Ah! Das ist ein Eisstrahl hier. Scheiße! Mark 2 Droiden. Drecksäcke. Konzentriert euch! Ja, ja. Mach ich mal. Kein Stress. Heftige Drecksäcke. Schneller, raubt doch mal. Was gibt es? Raubt doch den Scheiß mal hier aus. Droiden Ripper, okay? So, ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Mach die Tür auf hier. Verdammte Scheiße, den Hacker, den krieg ich noch. Vaklus Sergeant, hallo? Aufs Maul oder was? Wenn ihr Captain Rieken irgendwas angetan habt, dann gibt's das. Noch dicker aufs Maul hier. Was gibt es? Vielleicht kann sie ihn ja auch nochmal geben. Yeah! Ich hau inzwischen nebenbei nochmal den hier aus. Den da, den will ich haben. Ja, komm her! Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Jawollo.
Schön, dass es funktioniert hat. Ja, jetzt können wir erstmal die Leute hier ausrauben und dann den Hacker, ja, töten. Keine Ahnung, was wir mit dem machen. Captain Regan, er lebt noch gut. Salia listo park norcia, lusni hacha batishi chort. Kavodumpa botenia, dachi morotatsa kamsa. Bawan maderancha, yukamos kruten. Nande misoku kuran marenden krabanosot. Haha, ein blödes Missverständnis. Die Aufgabe scheint euch Spaß gemacht zu haben. Bram tabanin sochu. Da come jus mak miki baranieto so so rica chondin. Wana magrable mogo. Kavadumpa, mo wendido chokerembi norta kunyun wish chawa kachuba. Sura dachi morutuko kanza. Er weiß ganz genau, dass er mit diesen Worten eigentlich bei jedem Jedi durchkommt. Aber ich glaube euch kein Wort. Yatuka uwanrika chotin wanima urata wakata chi luma lithba. Okay, das glaube ich dir. Ich weiß, dass ihr in dieser Sache nicht lügt. Da come jus mak miki baranje doso so rika chondin wana magrable mogo. Kavadumpa, mo wendido chokerembi norta kunyun wish chawa kachuba. Sura dachi morotuko ganza. Das stimmt wohl. Bleibt hier, bald kommen Soldaten und kümmern sich um euch. Kavadumpa, mo wendido chokerembi norta kunyun wish chawa kachuba. Sura dachi morotuko ganza. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf vielleicht, aber trotzdem. So, Captain Reek, hier schon wieder? Ihr findet wohl Gefallen daran, hinter uns aufzuräumen, was? Könnt ihr einem Freund hier raushelfen? Wenn man einmal hier drin war, weiß man, wie ungemütlich es hier ist. Ja, klar. Wie bekomme ich euch denn da raus? Die primäre Sicherheitskonsole des Königspalastes ist gleich da drüben. Sie steuert den Energiekäfig. Dieser Hacker ist vermutlich noch angemeldet. Ihr müsstet also volle Zugriffsrechte haben. Würdet ihr euch bitte beeilen? Es war ein langer Tag. Ja, ja, klar. Kein Problem. Lass mich mal hier den Scheiß dran. Fertig. Zugriff auf Systembefehle. Sekundäre Systeme offline. Öffne alle Sicherheitstüren. Ein Gebietsschimmerladen haben wir schon. Öffne alle Sicherheitstüren. Ja, Energiekäfig öffnen. Ist er frei? Ja, wunderschön. Danke. Jetzt müsst ihr den Überbrückungscode für die primäre Sicherheitskonsole besorgen und das Terminal abschalten. Wenn ihr mit dem Code die zweite Sicherheitsstation erreicht, habt ihr alle Sicherheitssysteme des Palastes unter Kontrolle. Nice, ich werde mich sofort darum kümmern. Wunderschön, ah, gut, dass wir Captain Regan dabei haben, sonst wüsste ich echt nicht, was ich machen sollte. Systembefehle, Sicherheitstüren öffnen, Befehl eingeben, okay. Alle Primärfunktionen auf Sekundärterminal übertragen und ausschalten. Nice. Gut. Das Sicherheitsterminal ist deaktiviert. Mit eurer Hilfe können wir den Krieg vielleicht doch noch gewinnen. Wir müssen sofort zum Thronsaal. Alles klar, gehen wir. Nice, endlich ist die Tür auf und er checkt's nicht. Guckt euch an, wie die einfach nur auf das Biest achten. Schnell, wir müssen handeln, bevor die wirklich jetzt irgendwie doch ins Thronsaal reinkommen. Aber wir haben ja unsere Truppen da. Und Mandalore. Und wann sterbt ihr denn endlich? Bis hierher und nicht weiter. Gar nicht. Nicht heute, nein. Nicht heute, Tobin. Nee, ich hab doch gesagt, dass die Tür mich nicht stoppen kann. Ihr kommt zu spät. Unser Tierchen zerstört gerade das Energiefeld des Thronsaals. In ein paar Sekunden ist die Königin tot. Nein! Schnell! Vorsicht! Ich hab das Biest nicht mehr unter Kontrolle! Bäm! Du hast mich lange genug getrieben, Junge! Vergesst die Bestie! Stürmt den Thronsaal! Die Königin muss sterben! Ja, auf jeden Fall, ey. Ja! Nein, oh, verdammt! Na. Ja, stirb, Junge! Gut, nein, jetzt müssen wir um das... Drechsel, es ist ein Drechsel, okay. Wir müssen Drechsel kümmern. Nein, er ist immun dagegen. Schnell. Macht das kalt. Aua. Wie wär's denn mit Bestientrick? Probieren kann ich's ja mal. Hey, ich glaube, es funktioniert sogar. Cool. Schock, schnell. Jawohl.
Ah, episches Battle. Waklu gegen die... Königin. Haltet sie auf, Jungs. Halt ihn auf, meine ich. Kampfmeditation. Setze die Kampfmeditation ein, um die Royalisten zu mobilisieren. Jawohl. Gute Idee. Bastila-Style. Geil! Mach den fertig! Oh, ich kann die noch hier direkt ausrauben. Geil. Nein, wir sollten uns schnell um die Königin kümmern. Oder um den Waklu eher. Super Waklu. Ach, Waklu sage ich schon. Kaba, super. Schnell! Eure Zeit ist um, Talia. Eure Anhänger haben euch verlassen. Und jetzt ist euer Leben verwirkt. Ihr würdet doch alles zerstören, um euren Ehrgeiz zu befriedigen, Waklu. Die Republik, Izis, alles. Ihr macht es euch zu einfach, Talia. Es muss eben ein Preis gezahlt werden. Aber Onderon hat eine neue Bestimmung, eine größere, als ihr sie euch je erträumen könntet. Ihr werdet unvorsichtig, Waklu. Noch ein Fehler und ihr werdet den Preis zahlen. Dass ich nicht lache. Eure Schwertkünste können nichts gegen meine Männer ausrichten. Ihr seid tot, Talia! Feuer! Habe ich was verpasst? Ihr müsst... Was? Der Jedi lebt? Aber wie? Ich lebe immer. Ihr werdet feststellen, dass ich voller Überraschungen stecke. Tötet sie und die Königin, Männer! Schnell! Sie dürfen nicht überleben! Ach ja, das denkt ihr euch auch so. Ganz einfach, nicht? Stimmungsfeld! Mach General Waklu schnell fertig! Kein Problem hier, ne? Komm. Ja? Quer, du machst das auch immer so gerne. Mach Sturm. Los! Jawohl! Diese Schlacht habt ihr gewonnen, Talia! Aber freut euch nicht zu früh! Die Republik ist ein sinkendes Schiff, das euch mit in den Abgrund reißen wird. Es ist zu gefährlich, um ihn am Leben zu lassen. So grausam es auch ist. Es wäre wohl das Beste, ihn für immer zum Schweigen zu bringen. Er ist eine Gefahr für ganz Onderon. Echt? Ah, nein. Obwohl ich euren Rat schätze, Kreia, liegt die Entscheidung bei der Königin, nicht bei mir. Und... wie lautet eure Entscheidung, Majestät? Werft mich nur in eure sicherste Zelle. Spätestens in einer Woche bin ich wieder frei. Und dann werde ich mich rächen. Seid ihr euch meiner Entscheidung so sicher, Waklu? Ich weiß den Rat des Jedi zu schätzen. Aber als Monarchin verurteile ich euch hiermit des Hochverrats. Eure Strafe ist der Tod und wird sofort vollstreckt, Captain Cadron. Talia, ihr könnt doch nicht, ihr seid zu schwach. Bekomme ich keinen Prozess? aber eigentlich, nein, das ist eigentlich nicht richtig. Er hat recht, Euer Majestät. Welche moralische Autorität habt ihr noch, wenn ihr das tut? Aber er wird wiederkommen. Er hat zu viele Anhänger. Ich schätze euren Rat, aber er muss sterben. Wenn ihr ihn tötet, macht ihr ihn zum Märtyrer. Nutzt die verbleibende Zeit, um eure Macht zu stärken. Entlarvt seine Lügen und seine Propaganda. Ihn zu töten wäre falsch. Aber der Preis, falls ihr euch irrt... Ich dachte, ich könnte es befehlen, aber ich kann es nicht. Ich würde unsere Gesetze brechen. Ihr bekommt euren Prozess, Waklu. Bringt ihn weg. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir werden euch den Dienst, den ihr uns erwiesen habt, nie erwidern können. Ich muss jetzt Captain Cadron begleiten. Die Kämpfe müssen aufhören, aber morgen werde ich versuchen, euch zu entlohnen. Die Krise ist überwunden. Dank euch. Und dank Meister Kava. Er würde gerne mit euch reden. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Ah, es ist keine tödliche Wunde. Obschon ich meine Heilkräfte lange nicht mehr eingesetzt habe, zuckt in euch noch ein bisschen Leben. Gewiss ein Geschenk eures Meisters. Aufwachen, Colonel Tobin!
Eure Arbeit ist noch nicht getan. Colonel Tobin, Waklu schickt mich. Das Blatt hat sich gegen ihn gewandt. Ich soll euch retten. Ihr müsst diesen Planeten verlassen. Die Jedi haben angegriffen. Sie hatten eine geheime unterirdische Akademie auf Telos. Endlich zeigen sie sich. Wir sind alle in Gefahr. Was? Aber die Jedi sind weg, verschwunden. Das dachten wir alle. Aber sie hatten sich auf Telos versteckt. Aus dem Weg, alte Frau. Noch kann dieser Krieg gewonnen und Onderon befreit werden. In der Tat. Dieser Krieg ist längst nicht vorbei. Was macht die Olle denn? Ist sie behindert? Ich klopp die gleich. Die beschissene... Rettet die den einfach und dann? Was macht die denn da? Ich hoffe, ihr versteht das, was ich jetzt hier alles von mir gebe. Aber das geht überhaupt nicht. Innere Stärke, was ist das denn gerade gewesen? Okay. Weniger Schaden erleidigt. Cool. War mega behindert. Wie beknackt die ist. Kann seine Gesundheitspunkte schneller regenerieren. Na, okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal jetzt hier... herausragender Waffenfokus Lichtschwert 1. Der Charakter weiß sein Lichtschwert meisterlich zu führen. Da hat er auf Attacken mit dem Lichtschwert einen zusätzlichen plus 1 Angriffsbonus. Okay, gerne. Und bei Kräften würde ich jetzt sagen, machen wir mal Machtblitz. Jawohl, geil. Annehmen. So, Kawa. Schön, dass wir uns endlich mal sprechen können. Ich bin hier total im Speicherwahn. Ich weiß. Endlich können wir miteinander sprechen. Das finde ich geil. Die Wege der Macht sind wahrlich unergründlich. Manchmal glaube ich fast, sie hat Sinn für Humor. All die Zeit haben wir nach euch gesucht und jetzt kommt ihr zu uns. Ich hatte mir gedacht, dass ihr vielleicht nach Onderon zurückkehren würdet. Gerade noch rechtzeitig, wie es scheint. Ja, ihr habt mich gesucht. Ich habe den anderen Meistern gesagt, dass wir nur herausfinden, was mit uns geschieht, wenn wir euch finden. Und versuchen zu verstehen, was mit euch geschehen ist. Ich weiß nicht, wie viel ihr wisst, aber diese Bedrohung, die die Jedi bekämpft, sie greift uns durch die Macht an. Vrook hat mir nicht geglaubt. Aber er war bereit, nach Dantooine zu reisen, wenn auch nur, um den Siedlern dort zu helfen. Und vielleicht, um die Überreste der Jedi-Enklave zu beschützen. Ich dachte, der Feind würde tollkühner werden, wenn wir alle verschwinden. Aber dann kamt ihr. Ihr kamt zurück und ihr wurdet für unseren Angreifer zu einem neuen Ziel. Warum habt ihr euch hier versteckt? Es waren alles Orte, die vom Krieg berührt wurden. Wir dachten, dass ihr vielleicht auf diese Welten zurückkehren würdet, um euren Frieden mit den Dingen zu schließen, die hier während des Krieges geschehen sind. Aber nun, da die Sith sich gezeigt haben, sammeln sich die übrigen Jedi auf Dantooine, um dort einen Gegenangriff zu planen. Warum nicht Telos? Telos? Aber Telos wurde während des Jedi-Bürgerkrieges zerstört. Ich hörte, dass es wieder aufgebaut werden soll. Dann weiß er nicht von Atriss. Atriss will den Jedi-Orden auf Telos neu gründen. Atriss? Ich dachte, Atriss wäre nach Katar gegangen. Zu viele Jedi sind in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Der Rat muss sich sammeln. Wir können uns nicht länger verstecken. Was ist auf Katar passiert? Wir wussten, dass jemand hinter uns her war, uns jagte. Also handelten die Jedi und zogen sich in eine geheime Konklave auf Katar zurück, um zu beraten, was zu tun sei. Doch alle Jedi wurden getötet, bevor die Versammlung angefangen hatte. Und mit ihnen die Miraluka und alle anderen Bewohner des Planeten. Ihr Tod war in der ganzen Galaxis zu spüren. Also beschloss der Rat, dass wir uns fortan verbergen mussten, um niemanden in Gefahr zu bringen. Seitdem versuchen wir, die Verantwortlichen aufzuspüren und zur Strecke zu bringen. Ich glaube, außer euch hat niemand Fortschritte gemacht. Ach, dieses Ereignis. Okay. Dass er davon direkt miterlebt hat, habe ich ja gar nicht... Wusste ich gar nicht. Ja, sehr interessant. Ja, das ist ja das Ereignis von Visas Heimatplaneten, Katar. Okay. Wo ihr Meister anscheinend alles Leben zerstört hat. Die Miraluka und die restlichen Jedi, die sich dort befanden. Sehr interessant. Also haben sich dort versammelt, die letzten, und dort wurden sie dann von dem Meister total fertig gemacht. Ich habe Fragen. Die Schwierigkeiten, die ihr überwunden habt, um herzukommen. Ihr müsst viele Fragen haben und ihr verdient Antworten. Jawohl. Warum seid ihr hierher gekommen? Es ist eine lange Geschichte. Aber es hat einen Grund, warum die Jedi sich in der ganzen Galaxis verstreut haben. Wir gingen in Welten wie diese. Welten, die vom Krieg und großen Tragödien berührt wurden, sind in der Macht zu spüren.
Deutlich. Wir dachten, dass wir uns vor den Augen unseres Feindes verbergen könnten, indem wir uns zu solchen Welten zurückziehen. Und wir dachten, dass wir euch dort finden würden. Ich will über etwas anderes Was sprechen. Was ich euch sagen kann, werde ich euch sagen. Finde ich cool von dir. Ich muss wissen, warum ihr mich aus dem Orden ausgeschlossen habt. Wir hatten keine Wahl. Ihr habt euch dem Rat widersetzt. Ihr seid Revan in den Krieg gefolgt. Ich weiß, warum ihr es getan habt, aber ihr habt dadurch nur noch mehr Leid verursacht. Ihr müsst verstehen, dass das Exil nie die Strafe war, für die ihr es gehalten habt. Wir hätten euch ohnehin nicht zwingen können. Ich glaube, ihr wusstet tief im Inneren, was ihr für eure Heilung tun musstet. Was meint ihr damit? All die Leben in den Mandalorianischen Kriegen und alle, denen ihr gedient habt. Zu viel Tod hinterlässt Echos in der Macht. Das ist der Preis für solche Verbindungen. Ich nehme an, dass ihr das Urteil des Rates nur angenommen habt, um hinter den Rim zu reisen. Und dass ihr deshalb alleine gereist und an keinem Ort lange verweilt seid. Ich habe seit eurem Prozess oft an euch gedacht. Und manchmal frage ich mich, ob es wirklich immer eine Gabe ist, mit der Macht verbunden zu sein. Was ich euch sagen kann, werde... Ja, sehr interessante seine Ansicht, die er hier preist. Ich habe meine Verbindung zur Macht aber wiederhergestellt. Ihr hattet stets eine enge Verbindung zur Macht. Ich bin froh, dass sie wieder eure Verbündete ist. Als ich euch während eurer Ausbildung zum Padawan zum ersten Mal mit dem Lichtschwert kämpfen sah, wusste ich, dass ihr anders seid. Und das nicht nur wegen eurer starken Verbindung zur Macht. Was ich... Okay. Dann... Ich hatte noch eine interessante eine Frage. Kreia und ich sind miteinander verbunden. Wenn einer von uns beiden Schmerzen hat, hat sie auch der andere. Wenn einer von uns das stirbt... Das erinnert mich an die Bindung, die sich oft zwischen Meister und Schüler entwickelt. Aber in dieser Intensität, ihr standet stets mit anderen in Verbindung. Starken Wesen. Sogar als ihr noch ein Schüler wart. Aber was ihr beschreibt, übersteigt meine Fähigkeiten. Andere Mitglieder des Jedi-Rats könnten euch sicher helfen, wenn ihr sie findet. Dann habt ihr alle meine Antworten, meine Fragen beantwortet. So. Ich möchte euch etwas beibringen. Eine Technik, die euch bei euren bevorstehenden Prüfungen nützen kann. Manchmal müsst ihr einen bestimmten Gegner möglichst schnell ausschalten. In diesem Fall solltet ihr die Technik des Juju verwenden. Versucht euch zu zügeln, wenn ihr diese Technik einsetzt. Vor allem im Kampf mit dunklen Jedi. Durch ihr heftiges Wesen macht sie euch verwundbar gegenüber den Machtfähigkeiten eures Gegners. Ausgezeichnet! Ich bin beeindruckt, dass ihr diesen Stil so schnell erlernt habt. Ich wusste schon immer, dass ihr talentiert seid. Ich gehe nach Dantooine. Der Rat der Jedi wollte zusammentreten, sobald sich die Sith offenbaren. Nun, da sie Onderon angegriffen haben, können wir handeln. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Möge die Macht mit euch sein. Verzeiht, dass ich euch aufhalte. Ich möchte euch persönlich für eure Hilfe danken. Onderon steht in eurer und Meister Kavas Schuld. Einer Schuld, die nie zurückgezahlt werden kann. Noch tobt der Kampf auf den Straßen. Aber bei Tagesanbruch wird alles vorbei sein. Mir ist klar, dass ihr aufbrechen müsst. Bitte nehmt das. Ich wollte euch noch einige Relikte aus Onderons Vergangenheit schenken, aber Waklos Truppen haben unser Museum geplündert. Ich hoffe, die Credits und mein aufrichtiger Dank sind genug. Captain Bostuku hat ein Shuttle bereitgestellt, das euch zu eurem Schiff bringt. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis ihr zurückkehren könnt. Der Krieg war kurz, aber zerstörerisch. Ich werde meine ganze Energie auf den Wiederaufbau von Izis konzentrieren. Ich danke euch vielmals. Ich muss gehen. Wenn ihr mir folgen würdet, ich bringe euch zum Shuttle.
glücklich wieder vereint. Ich will alles über euren Urlaub auf Onderon hören. Die politische Situation auf Onderon wurde geklärt. Es gibt nur noch einen einzigen Anführer. Hey, das ist gut, oder? Wenn sich die Mächtigen bekriegen, leiden die kleinen Leute immer am meisten darunter. Wir sollten auf die Ebonhawk zurückkehren und unsere nächsten Schritte besprechen. Oh ja, auf jeden Fall. Endlich haben wir es geschafft. Onderon ist abgeschlossen. Somit wären die letzten Jedi-Meister aufgefunden worden. Oder jetzt haben wir alle Jedi-Meister beisammen. Sodass sie sich hier... Ach, jetzt müssen wir ihnen noch hier ein paar Punkte geben. Shicho, ja. Was mache ich denn bei ihm? Machtwirbelsturm. Ja, Machtwelle, dann alles klar, ja. Ich bin gerade am Überlegen, was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Lichtschwert, genau. Wir geben jetzt mal ihm das Lichtschwert hier, das, was wir gefunden haben. Und dann Friedenatz. Kurzes. Nice. Nice Werte, doch. Sieht schon nicht schlecht aus. Ah, man sieht nur den Unterschied nicht so ganz in der Farbe. Naja. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass wir, ja, jetzt in der nächsten Folge eigentlich direkt damit durchstarten können, auf Dantooine die Jedi-Meister und den Jedi-Meistern erstmal vorzustellen. Nein, nicht vorzustellen. Quatsch, die kennen mich doch. Was rede ich denn wieder? Ich meine, mal eben da vorbeischauen und denen sagen, dass sie mir endlich erklären sollen, warum sie mich aus dem Jedi-Rat, aus dem Jedi-Orden verbannt haben und warum ich mich von der Macht abgewendet habe oder die Verbindung zur Macht abgebrochen wurde. Ja, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Wann die kommen, weiß ich noch nicht ganz genau, aber naja, ihr werdet es sicher dann sehen. Bis dann, ciao.